Kraft. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, auch und diesmal wieder untersprechen in den angeschlossenen Rundfunkanstalten, was ja zurzeit sehr viele sind. Die Veranstaltungsreihe ist, wie Sie unschwer feststellen können, auch an Ihren Endgeräten feststellen können, wieder in der Konzeption at home organisiert worden. Das Gesamtprogramm ist Ihnen zugesandt worden und wie Sie sehen, versuchen wir halt in dieser besonderen Zeit die bisherigen Aktivitäten aufrechtzuerhalten, auch wenn ich immer wieder feststellen muss, wäre doch auch schön, wieder hier in einer größeren Runde zusammenzusitzen und nicht in eine Kamera hineinzusprechen, sondern mit einem großes Publikum. Besonders begrüßen möchte ich den Referenten des heutigen Abends, Herr Czemkowiak. Er wird uns heute im Anschluss an die schon stattgefundenen Aktivitäten zu den Themen Bildungssystem, Work Factor und Monats vortragen. Das Thema REFA-Zeitwirtschaftssystem. Das ist sozusagen eine Reihe, deren weitere Fortsetzung man gespannt beobachten kann. Also wir sind auch sehr dankbar über weitere Vorschläge zu anderen Systemen dieser Art. Das ordnet sich in einen Kontext ein, der mit dem Thema der Arbeitsverwertung, der Arbeitssystemgestaltung etwas zu tun hat. In der Einladung zum Kolloquium, diejenigen von Ihnen, die die bekommen haben, haben das ja gesehen, sind zwei zentrale Begriffsdefinitionen von REFA gebracht worden, nämlich die der Arbeitsorganisation und der Betriebsorganisation. Bei der Arbeitsorganisation kann man unschwer das Thema Arbeitssystem feststellen. Und das wiederum hat natürlich stark etwas mit den Themen zu tun, mit denen wir uns im Sommersemester auch schwerpunktmäßig beschäftigt haben, nämlich mit der physischen Arbeitsbelastung und den damit im Zusammenhang stehenden Bewertungsmethoden. Auch das werden wir in diesem Wintersemester wieder fortsetzen. Das Thema Betriebsorganisation versucht dann sozusagen die Ebene zu schaffen, in der humane Arbeitsgestaltung und Wertschöpfung optimiert zusammenkommen. Und wir sind jetzt ganz gespannt darauf. Vielen Dank, Herr Czemkowiak, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier heute zu dem REFA-Zeitwirtschaftssystem zu sprechen. Heute zu diesem Thema eine entsprechende Präsentation zu bekommen, die das ergänzt, was wir bisher zu dieser Fragestellung uns schon angehört haben und was wir diskutiert haben. Vielen Dank und bitte sehr. Ja, danke schön, Herr Pieper, danke schön, Herr Land, dass ich die Einladung erhalten habe. Ich sage erstmal schönen guten Tag in die Runde und schönen guten Tag, wo immer Sie uns jetzt hier auch zuschauen. Und ja, ich greife das direkt auf und ich möchte Ihnen so ein bisschen den Einstieg und eine Übersicht verschaffen zum Thema REFA-Zeitwirtschaftssystem. Der Versender ist dem Haus. Genau. Bevor ich damit allerdings beginne. Einmal umdrehen. Wir müssen, glaube ich, so wieder dann. Bevor ich damit allerdings beginne, würde ich einen kurzen Ausflug machen zu den Schwerpunkten, die ich mit Ihnen durchsprechen will. Zum einen muss ich natürlich ein bisschen was zu meiner Person noch sagen und zum REFA, falls der noch nicht bekannt sein sollte. Ich werde ein bisschen was über zeitwirtschaftliche Methoden darstellen. Zur Voraussetzung der Zeitwirtschaft, wir haben gerade schon so ein paar Begriffe gehört, Arbeitssystem, Betriebsorganisation. Zwei andere Begriffe sind für mich ganz wichtig, das ist die Analytik und das ist die Synthese, die man im Bereich der Zeitwirtschaft braucht. Die Analytik werden wir uns anschauen mit Gliederungen von Abläufen und von Zeitarten. Im Arbeitssystem taucht der Begriff Ablauforganisation auf und damit auch das Thema der Gliederung. Dann wollen wir uns darüber unterhalten, welche Methoden im Prinzip zur Zeitaufnahmesystematik nach REFA empfohlen werden. Und dann tauschen wir uns mal über diese Zeitaufnahmesystematik nach REFA, nach der Methodenlehre aus. Wenn die Zeit es belässt, würde ich noch einige Positionen mal darstellen, Vorgehensweise zur Zeitwirtschaft und mich dann Ihren Fragen annehmen wollen, wenn sie sich denn da ergeben. Zu meiner Person.
Sympowiak, ich habe hier in Wuppertal irgendwann mal studiert, habe einen Abschluss als Wirtschaftswissenschaftler, bin bereits während des Studiums angefangen, mich mit der Refa-Methodenlehre auseinanderzusetzen, habe mit dem Studium auch einen Refa-Lehrer erworben und habe damit dann, sage ich mal, mein Studium mitfinanziert. Bin heute, und jetzt einen Sprung mache von damals zum heutigen Thema, bin heute selbstständig für das Büro für Organisation und Personalentwicklung in Bocholt, bin Vorstandsmitglied des Refa-Bezirksverbandes Osnabrück-Münsterland-Niederrhein. Ich war bis zu der Fusion dieses heutigen Verbandes Vorsitzer des Refa-Bezirksverbandes Niederrhein-Ems 15 Jahre lang, habe 20 Jahre lang die Ausbildungsleitung betrieben und ja, darüber hinaus bin ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Thema Berufskunde, Tätigkeitsanalyse, Arbeitswissenschaft, Personal, Zeit- und Entgeltwirtschaft und habe immer wieder mit Fragestellungen zu tun, die sich um das Thema Arbeitsabläufe, Zeitvorgaben, Erschwernisse oder Schwere der Arbeit, Einordnung, Bewertung, Eingruppierung, Entgeltfindung, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Gut, ich will an der Stelle deutlich machen, Refa ist für mich ein Werkzeugkoffer, aus dem man sich bedienen kann für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen im Bereich der Arbeitswissenschaft bzw. im Bereich der Betriebsorganisation. Refa versteht sich heute als älteste und bedeutendste Organisation für die Themen Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Sowas findet man in einer bedeutenden Enzyklopädie auch beschrieben. Die Geschichte von Refa beginnt 1924. Damals lag der Schwerpunkt in der Arbeitszeitermittlung. Ich will das jetzt im Einzelnen gar nicht darstellen. Heute versteht sich der Verband als Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklungsverband mit Sitz in Darmstadt. Hat wie Parteien oder verschiedene Institutionen regionale Gliederungen. In der Region, in der wir hier sind, sprich Wuppertal, ist der Gebietsverband zu Hause. Der sitzt in Dortmund. Es gibt eine regionale Gliederung hier für den Raum Bergisches Land. Und ja, der Verband ist so aufgestellt, dass er die entsprechende Akzeptanz bzw. Unterstützung vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von den Arbeitgeberverbänden findet, davon auch getragen wird und entsprechend auftritt als, ich sag mal, eine neutrale Instanz und versucht also entsprechend die Methodiken der Arbeitswissenschaft in die Unternehmen zu bringen. Ja, dass der Verband zertifiziert ist, will ich an der Stelle nur ergänzend sagen, als nicht nur nach Qualitätsmanagementsystem, sondern wenn Sie heute in der Aus- und Weiterbildung tätig sind und haben mit unterstützenden Maßnahmen für die Bundesagentur für Arbeit zu tun, brauchen Sie auch noch eine andere entsprechende Zertifizierung, die hier mit AZBV angesprochen ist. Ich will, bevor ich jetzt in die Thematik einsteige, Ihnen noch einen Satz zur Ausbildung sagen. Wir können bei Refa im Normalfall immer wieder feststellen, dass die Refa-Grundausbildung gefragt wird, auch in den Regionen praktisch durchgeführt wird. Man kann das Ganze bis zum Refa-Ingenieur treiben und die Themen, die wir heute ansprechen, die finden sich vor allen Dingen in der Refa-Grundausbildung wieder, in der sogenannten, im Refa-Grundschein, jetzt muss ich mal gucken, den finde ich da, im Refa-Grundschein der Arbeitsorganisation. Die ist so aufgebaut, ich mache jetzt wieder den Sprung, dass sie in drei Blöcken verschiedene Themen doziert. Und ein paar davon will ich mal ansprechen. Wenn ich gerade von Analyse und Synthese gesprochen habe, bin ich in diesem Thema, ein ganz wichtiges Thema, um sich mit der Refa-Zeitwirtschaft auseinanderzusetzen, findet sich auch in diesem Block wieder. Methoden, Ablauf und Zeitarten. Ich mache nachher mit Ihnen auch einen Ausflug. Arbeit lässt sich immer gliedern in acht Ablaufarten. Und wenn man diese, ich sag mal, Methodik verstanden hat, hat man so eine Refa-Analysebrille verpasst bekommen. Und ist in der Lage, sage ich mal, Arbeit entsprechend zu gliedern und zu bewerten.
In einem weiteren Block finden sich jetzt die Themen wieder, die mit dem heutigen Schwerpunkt zu tun haben, sprich also mit der zeitwirtschaftlichen Seite. Da sind zum einen natürlich wieder die Zusammenführung der analytischen oder analytisch gegliederten Prozesse zu sogenannten Sollprozessen zu sehen. Das wäre im Block 4. Im Block 5 sind wir dann im Prinzip bei der Grundlage, die wir für die Refa-Zeitaufnahmetechnik benötigen. So, in den anderen Blöcken, die hier aufgeführt sind, finden Sie jetzt verschiedene zeitwirtschaftliche Themen wieder. Rot unterstrichen, da ist natürlich der Schwerpunkt der Zeitstudie zu sehen. Da sind aber auch solche Themen wie Rüstzeitoptimierung, SMED, also eine besondere Art der Zeitaufnahmetechnik zu betrachten. Es gibt Systeme, Zeitaufnahmesysteme nach der Methodik Vergleichen und Schätzen. Es gibt Sollplanzeitbausteinbildung. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema der Systeme vorbestimmter Zeiten, MTM, im Rahmen der Refa-Grundausbildung. Ein Thema habe ich hier leicht unterstrichen. Das ist das Thema der Leistungsgradbeurteilung. Das ist wahrscheinlich das schwierigste Thema an der gesamten Thematik der Zeitstudie, da ich den Menschen in irgendeiner Form beurteilen muss, sprich also die Leistung des Menschen, des ausführenden Menschen. Dort bedient man sich entsprechender Methoden. Ich will die am Rande nachher auch nochmal erwähnen. Okay, zum Thema der zeitwirtschaftlichen Methodik. Ich möchte die am Anfang ein bisschen abgrenzen und auch definieren. Wir haben gerade schon was von Definitionen gehört, auch in der Einladung haben Sie die angesprochen. Zeitwirtschaft ist also ein Instrument zur Planung und Organisation von Prozessen. Ich brauche sie für Terminfindung, für Kalkulation, für Kapazitätsplanung, für Auslastung. Ich brauche sie, wie hier aufgeführt, auch für Vergütungssysteme, klassisch Akkord und Prämie möchte ich da ansprechen. Selbst in den modernsten Tarifwerken finden sich diese Vergütungssysteme immer wieder aufgeführt. Von daher ist die Zeitwirtschaft das entscheidende Instrument dafür. Zeitwirtschaft ist immer ein aktuelles Thema. Ich sage das immer, der Tag fängt morgens schon mit Zeitwirtschaft an. Irgendwann klingelt ein Wecker. Und dann haben Sie irgendwie so einen Rhythmus. Der eine springt aus dem Bett und kann im Prinzip ohne Frühstück, ohne Zeitung lesen zur Arbeit. Der nächste muss sich überlegen, wie er das mit der Familie morgens gliedert. Wer hat also, ich sag mal jetzt, welche Zeit im Bad? Ich bin groß geworden, wenn ich an meine Eltern denke, mit Taktzeitvorgaben. Es war also klar, wer hat also in welchem Takt im Badezimmer, sag ich mal, die Hoheit. So, mein Vater war ebenfalls Textilingenieur und war auch im Bereich Refa unterwegs und hat uns auch entsprechend, sage ich mal, geprägt im Rahmen der Erziehung. Ich will an anderer Stelle vielleicht später nochmal an wieder eingehen. So, Zeitwirtschaft ist also ein Thema, das beschäftigt uns immer. Die meisten von Ihnen tragen eine Uhr. Von daher bewegt uns das Thema geregelt. Und ganz gleich, ob Sie in den Unternehmen den unterschiedlichsten Philosophien folgen, von Kaizen bis, ich sag mal, in irgendeiner Form Systeme, die aus dem Umfeld des Toyota-Produktionssystems kommen, ob wir über ERP nachdenken, PPS-Systeme, irgendwo findet man immer wieder das Thema der Zeitwirtschaft wieder. Das wollen wir uns schon anschauen. Ich möchte die Thematik, die wir heute ansprechen, allerdings abgrenzen. Das Thema, was wir uns anschauen, hat nichts, oder nur im weiteren Sinne, mit klassischen Systemen zu tun, zur Zeiterfassung, zur Arbeitszeiterfassung, Personalzeiterfassung, ich nenne das mal Stempel, kommen, gehen. Es hat bedingt mit dem Thema Auftragszeiterfassung zu tun, oder auch, ich sag mal, mit diesen anderen Themen, die dort aufgeführt sind, auch wenn ich heute feststelle, dass immer mehr Unternehmen gerne diese Systeme heranziehen, um daraus Vorgabezeiten abzuleiten. Ich möchte da an anderer Stelle dann auch nochmal drauf eingehen.
welche Gefahren damit verbunden sind, wenn ich also einfach eins zu eins aus entsprechenden Systemen die Zeiten zu Sollzeiten erkläre. Also dies soll nicht das Thema von heute Abend sein, sondern wir wollen uns mit dem Thema der Zeitaufnahme beschäftigen. Wie komme ich also überhaupt zu Zeiten, von Ist-Zeiten zu Soll-Zeiten? Wir wollen uns also um die Refa-Zeitwirtschaftssystematik kümmern, um die Folie immer noch ganz zum Schluss bringen können, um rationale, verursachungsentsprechende und betriebswirtschaftliche Zeitdaten, die ich zur Auftragsplanung und Steuerung benötige. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, haben alle ein BDE oder ein PPS-System, eigentlich ein BDE, ein ERP-System oder ein PPS-System. In der Regel erstellen die Unternehmen Arbeitspläne, Stücklisten, geben die auch raus, und wenn man sich diese Arbeitspläne anschaut, sind die meistens noch unterfüttert mit Arbeitsgangkarten. Und in diesen Arbeitsgangkarten tauchen in der Regel Zeitvorgaben auf, Rüstzeiten und Ausführungszeiten. Und wenn man dann fragt, wie kommen die zustande, wie ermittelt man die, dann hat man festgestellt, oder stelle ich häufig fest, dass vieles aus weiter Vergangenheit rührt. So nach dem Motto, wir kennen jemanden, der ist Experte, der kann vorgehen. Nach der Methode vergleichen und schätzen, nach Tonnagen zu rechnen. Eine Armatur wiege ich 10 Tonnen, wenn ich eine andere herstelle, die 11 Tonnen wiege ich, muss ich also einen Aufschlag von x Prozent auf meinen Arbeitsprozess geben. Damit will ich eigentlich sagen, so seit den 90er Jahren, vielleicht auch in den Jahren 2000 bis 2010, ist das Thema deutlich vernachlässigt worden. Und so langsam werden die Unternehmen wieder hellhöriger, hätte ich gesagt, sich um aktuelle Zeitdaten zu kümmern. Ich kann allerdings noch nicht, wenn ich jetzt rein aus ausbildungstechnischer Sicht mir das anschaue, noch nicht feststellen, dass ich also jetzt Massen ausbilde, die entsprechend sich um Zeitwirtschaft kümmern. Ohnehin, sage ich mal, hat der Schwerpunkt der Ausbildung sich verändert. Während ich früher Vorarbeiter und Meister in erster Linie ausgebildet habe, habe ich heute mit Ingenieuren häufiger zu tun. Und die landen dann häufig, wenn sie fertig sind, nicht unbedingt in der Zeitwirtschaft. Gut, ich will erst noch das Thema der Zeitwirtschaft weiter abgrenzen. Wir wollen also uns mit Zeitdaten auseinandersetzen, die den Ist-Zustand der Arbeit wiedergeben, also den Arbeitsablauf, die Arbeitsaufgabe sich anschauen, die Aufschluss über den zeitlichen Aufwand der zu erfüllenden Arbeitsaufgabe widerspiegeln, die den Ist-Zustand der Organisation wiedergeben, die eingesetzten Ressourcen berücksichtigen. Wenn ich an diese Arbeitssystembeschreibung denke, dann denke ich immer an Mensch, Betriebsmittel und an den Arbeitsgegenstand. Natürlich das Ganze eingebettet in Umgebungseinflüsse. Die muss ich bei der Refa-Zeitstudie auch entsprechend beschreiben, festhalten. Und ich berücksichtige beim Arbeitsablauf planmäßige und nicht planmäßige Verläufe. Wer sich mit Zeitstudien mal auseinandergesetzt hat und mal die ersten Zeitstudien gemacht hat, wird häufig daran verzweifeln, dass der Mitarbeiter gar nicht unbedingt immer das macht, was man eigentlich erwartet. Ich glaube, die schwierigsten Zeitaufnahmen, die ich am Anfang in meinem Leben gemacht habe, Entschuldigung, die hatten mit Gabelstaplerfahrern zu tun. Wenn Sie also, ich sag mal, Prozesszeiten ermitteln wollten für Wege und Sie, ich sag mal, Sorge hatten, dass Sie hinter diesem Gabelstaplerfahrer hinterherhächelten, um Wege zu ermitteln, um Zeiten zu ermitteln und Ähnliches. Und dann stellen Sie fest, dass es unheimlich oft nicht planmäßige Verläufe gibt. Wir wollen aber die planmäßigen Verläufe später in Sollzeiten bringen, die dann auch im ERP-System sich wiederfinden. Gut, zur Abgrenzung gehört dann auch noch, dass wir mal hier hingucken. Wenn man sich Tarifverträge anschaut, wir haben in Deutschland eine Unzahl von Tarifverträgen.
argumentieren. Wenn ich mir die aber anschaue, dann finde ich sehr häufig fünf definierte Verfahren zur Zeit- oder zur Vorgabezeitermittlung in den verschiedensten Tarifwerken wieder, die also von diesen beiden Tarifvertragsparteien akzeptiert und auch unterstützt werden. Das eine ist das System der Messung, also ganz klassisch mit einer wie auch immer gearteten Uhr in mechanischer oder auch in digitaler Form Messungen vorzunehmen. Das kann auch in nicht nur in Fremdaufschreibung erfolgen, das kann auch in Eigenaufschreibung, also Selbstaufschreibung erfolgen. Ich will da gleich aber noch ein bisschen mehr zu erzählen. Die zweite akzeptierte Methode ist das Thema der Schätzung, wobei ich immer sage, schätzen, da fehlt immer das zweite Wort vergleichen. Ich muss, wenn ich eine vernünftige Schätzzeit herstelle, mich auf irgendwas beziehen und diesen Vergleich, den muss ich in irgendeiner Form reproduzierbar machen, damit ich eine neue Schätzung abgeben kann. Ansonsten wäre ich mit der Thematik sehr vorsichtig. Man kann Zeiten, sage ich mal, errechnen, berechnen. Ich habe vorhin mal das Thema BDE angesprochen, Auswertung aus Arbeitszeiterfassung. Ich kann auch dort Berechnungen durchführen. Sie haben sich mit dem Thema BDO auseinandergesetzt hier im Rahmen der Vortragsveranstaltung. Da habe ich auch mit dem Thema Berechnung im weiteren Sinn zu tun, weil ich dort die Leistung entsprechend anders oder eine andere Leistung unterstelle und dann entsprechende Berechnung durchführe. Die vierte Methodik, die die beiden Tarifvertragsparteien, der unterschiedlichsten Tarifwerke, akzeptieren und unterstützen, ist das Thema der Planzeiten. Planzeiten sind Sollzeiten, die entsprechende Einflussgrößen berücksichtigen und wo ich über Bezüge, sage ich mal, zu neuen Zeitvorgaben komme. Ich will das. Ich habe mal mit einem Projekt zu tun gehabt im Krankenhaus. Dort mussten wir für Pflegedienste auch Planzeitkataloge erstellen und dann macht man von mir aus eine Auswertung, ein Quadratmeter Boden wischen ist so und so viel Zeit ohne Hindernisse. Und damit hat man jetzt eine Planzeit geschaffen und wenn jetzt jemand, in der Regel sind es ja externe Dienstleister mittlerweile, eine Aussage treffen muss, wie viele Personen er braucht oder wie lange er braucht, wie er kalkuliert, dann konnte man jetzt über die Fläche ausrechnen, wie groß die Zeit, sage ich mal, insgesamt für diesen Prozess ist. Das sind klassische Planzeiten. Damit will ich mich nachher auch noch mit Ihnen einmal auseinandersetzen. So, und dann gibt es statistische Verfahren, Verfahren vorbestimmter Zeiten. System vorbestimmter Zeiten, MTM. Workfaktor haben wir hier im Rahmen der Vortragsveranstaltung gehört, haben Sie durchgesprochen. Das sind solche Verfahren, die auf der Seite zu Hause sind. Auch die werden von den Tarifvertragsparteien, sage ich mal, gestützt und akzeptiert. Der Schwerpunkt, den wir ansprechen heute, ist das Thema Messung und Sollzeiten. Also von den beiden Themen oder von den zwei von den fünf, die aufgeführt wurden. So, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Messung auseinandersetzen, dann muss ich unterscheiden, ob es Fortschritts- oder Einzelzeitverfahren sind. Eigentlich, sage ich mal, ist das völlig unwichtig. Dennoch gibt es in Unternehmen durchaus Vorgaben, dass sie nur mit der oder mit der Methodik arbeiten dürfen. Fortschrittszeit heißt, wenn die Zeitaufnahme eine Stunde dauert, dann steht nachher auf der Stoppuhr auch eine Stunde drauf. Einzelzeit hieße 20 Sekunden dieser Vorgang, 25 Sekunden dieser und 30 Sekunden dieser und dann haben Sie da 100 Vorgänge, in der Summe sind die innerhalb einer Stunde. So, das hat was mit der Akzeptanz, mit den Erfahrungswerten, vielleicht auch mit der Erziehung in dem Unternehmen zu tun, mit welchen Systemen man arbeitet, aber das ist am Anfang, sage ich mal, eine wichtige Informationen, die man braucht. Die meisten Messsysteme, die ich kenne, bieten auch beides. Man muss ja am Anfang sich dann entscheiden für die eine oder für die andere Systematik. Messen geschieht mit einem Zeitmessgerät. In der Regel klassischen Stoffuhr. Und das begegnet, ich sage mal, glaube ich, jedem Refa-Menschen wieder. Wenn man sagt, man macht Refa, dann kommt häufig der Begriff Stopper. Okay, lasse ich mir gefallen, das kriegt man glaube ich auch nicht mehr raus. Stopper finden Sie überall, im Sport. Wir haben hier gerade auch einen Stopper, ist 18 Uhr, jetzt müssen wir loslegen. Also
Für mich ist das also nicht irgendwie ein verfänglicher Begriff, sondern es ist eine Begrifflichkeit, dass ich also entsprechende Zeiten festhalte. So, das kann ich manuell oder technisch machen. Ich kann also auf eine normale Armbanduhr gucken und dann aufschreiben, der Vorgang dauert so und so lange. Ich kann das aber auch mit technischen Einrichtungen machen. Es gibt die unterschiedlichsten Erfassungssysteme. Ich muss immer vorsichtig sein, dass ich an der Stelle nicht zu viel Werbung mache, aber ich will mal nur ein paar erwähnen, ob das Hanhard ist oder Otto Otto oder Drigos oder Mitterhauser, sei mal dahingestellt. Das sind hervorragende Systematiken, um vernünftige Zeitstudien durchzuführen. Auch hier muss man wieder aufpassen. Nicht mit jedem System darf man in jedem Unternehmen sich platzieren. Ich habe mal für einen größeren Staubsaugerhersteller hier im Wuppertal Zeitstudien durchgeführt. Da durfte man auch nur mit bestimmten technischen Einrichtungen hantieren. Und man musste, bevor man überhaupt mit diesem System in die Fertigung geht, sich beim Betriebsrat anmelden, damit man überhaupt, sage ich mal, den Weg zu dem bestimmten Arbeitsplatz gehen konnte, gehen durfte. Ja, alles Vorgaben, die mit dem Thema Messung zu tun haben, so Rahmen oder Begleiterscheinungen, nenne ich das mal. Das Thema hat was mit dem Thema Reproduzierbarkeit von Daten zu tun. In der digitalen Welt muss man sich manchmal sowieso fragen, ob das mal alles noch so an der Stelle benötigt wird oder in der Tiefe benötigt wird. Fakt ist, dass wir, wenn wir automatisch registrierte Geräte verwenden, ich hatte gerade mehrere technische Anbieter angesprochen, dann muss ich Beschäftigte und Betriebsrat entsprechend über Zeitraum und Zweck der Prozesse, die ich mit der Zeitstudie erreichen will oder abdecken will, informieren. An der Stelle bin ich ganz nah am Betriebsverfassungsgesetz. Fakt ist, wenn Sie Zeitstudien durchführen, müssen wir ohnehin vorher Betriebsrat und Mitarbeiter informieren, dass sie also da tätig werden wollen. Halte ich auch für absolut sinnvoll und für richtig, von solchen Methodiken wie größere Discounter, wie die heute mit Personalien umgehen, möchte ich mich dann schon distanzieren und verweise also jetzt hier auf das Betriebsverfassungsgesetz und die Informationsrechte und Pflichten, die wir dort vereinbart hatten. So, Zeitwerte. Wenn wir die zweite Methode angucken, das Schätzen, können auch durch Schätzen ermittelt werden. Empfiehlt sich vor allem im Handwerk, empfiehlt sich auch, wenn ich mit kleinen Stückzahlen zu tun habe, in so einer Art Sonderfertigung. Ich habe bei mir in der Region mit einem Armaturenhersteller zu tun, der Rauchgasarmaturen baut, in der Regel früher für Kraftwerke, aber auch für andere industrielle Anlagen, und der hat also häufig mit dem Thema der Schätzung gearbeitet. Ich habe das vorhin mal deutlich gemacht, 10 Tonnen, so und so viel, 11 Tonnen, einen gewissen Aufschlag, damit kamen wir auch ganz gut zurecht mit dieser Methodik. Man muss also dann nicht, ich sag mal jetzt, Messungen vornehmen, wenn es auch mit anderen Methodiken geht. Ich habe vorhin gesagt, Schätzen sollte immer mit Vergleichen da sein. Wenn dieser Unternehmer, der jetzt auch schon weit, ich glaube mittlerweile weit an die 70 herangekommen ist, noch keinen Nachfolger hat, mal ausschaltet, dann fehlt dieses Thema des Vergleichens. Und ob ein Nachfolger in der Lage ist, über so eine Armatur, über das Gewicht Schätzungen vorzunehmen und damit richtig liegt, ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Von daher muss ich beim Thema Schätzung immer das Thema Vergleichen berücksichtigen. Geschätzte Zeiten sollten auch immer als solche gekennzeichnet werden. Das kann man mit Erkennung machen, auf die man sich vereinbaren kann. Sollte auf jeden Fall deutlich sein, dass es keine Zeit ist, die auf Basis einer Zeitaufnahme zustande gekommen ist. Ich kann Zeitwerte auch, wie ich das vorhin gesagt habe, in der dritten Methodik berechnen. Über Zeiterfassungssysteme kann ich sowas machen, kommen, gehen. Mittlerweile mache ich ja nicht nur kommen, gehen, sondern ich bin ja häufig auch dabei, bestimmte Arbeitsgänge anzustempeln und wieder abzustempeln oder zu buchen, sagen wir mal so. Über Barcode, über was auch immer, über moderne Geräte.
Natürlich kann man die dann auch heranziehen und aus diesen gemeldeten Ist-Zeiten Soll-Zeiten bilden. Ich warne allerdings davor, das so ungefiltert zu machen. Es gibt zwei Punkte, die ich dabei ansprechen will. Das eine ist, ich kenne den Leistungsgrad des Mitarbeiters gar nicht, der die Zeitart zurückgemeldet hat. Vielleicht war das ein ganz schneller. Und das zweite, ich weiß gar nicht, ob in der Stunde Zeit, die er jetzt gemeldet hat, eine halbe Stunde Unterbrechungszeit war oder eine Störzeit. Und wenn ich das nicht recherchiere und ich übernehme jetzt diese Zeit, diese Ist-Zeit, diese rückgemeldete aus diesem Tool als Berechnungsgrundlage für Sollzeiten, dann mache ich durchaus verheerende Fehler. So, von daher will ich dies Thema der Berechnung immer so mit ein bisschen Vorsicht verstanden wissen. Dann sind wir beim Thema der Planzeiten, das ist die fünfte Methodik, die angesprochen worden ist von den Tarifvertragsparteien, die empfohlen wird. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Planzeiten müssen eindeutig definiert sein mit Einflussgrößen und sie müssen eine Bezugsmenge herstellen. Ein schönes Beispiel ist, wenn Sie grillen und Sie haben so ein tolles Steak, dann kann man im Internet durchaus nachgucken, wie lange man braucht für so ein Steak auf dem Grill. Das hängt dann von bestimmten Einflussgrößen ab und dann müssen Sie Ihr Steak mal messen, von der Dicke her. Sie müssen die Temperatur messen, die der Grill hergibt und dann können Sie ausrechnen, wie lange so ein Ding am Grill liegen muss. Also solche Planzeitkataloge finden Sie nicht nur, ich sag mal, in der Wirtschaft wieder, sondern ich habe das gerade angesprochen, da gibt es so einen berühmten Grillhersteller in Deutschland, der also da solche Instrumente auf dem Internet oder im Internet anbietet, damit Sie also, ich sag mal, in Ihrer Freizeit auch entsprechenden Genuss erleben können. Fakt ist, dass für diese Planzeiten die Grundlage reproduzierbar ist. Planzeitkataloge nenne ich das mal. Passt auch gut zu dieser Thematik, Systeme vorbestimmter Zeiten. Wenn Sie sich klassisch mit dem System vorbestimmter Zeiten MTM auseinandersetzen, dann fallen einem, wenn man diese Methodik mal durchgenommen hat, als Schüler, wie auch immer gearteter Schüler, fällt einem so eine grüne Karte in die Hand. Fünf Bewegungselemente für die Hand sind dort abgebildet und das ist nichts anderes als ein Planzeitkatalog. Dort sind Einflussgrößen definiert, dort sind Bezugsgrößen definiert, nämlich Bewegungslängen und ähnliches. Gut. Die Methode, die Tarifvertragsparteien ja auch noch ansprechen, sind halt die statistischen Verfahren vorbestimmter Zeiten. Workfaktor haben wir, oder damit haben Sie sich hier schon beschäftigt. Ich will es hier nur erwähnen, ist heute nicht das Thema, auch wenn Refa sich im Rahmen seiner Ausbildung auch dieser Methodik annimmt und auch mal nähert. So, ich habe die fünf Methodiken angesprochen, die beiden Tarifvertragsparteien in den meisten Tarifwerken ansprechen und empfehlen. Wenn man sich die REFA-Methodenlehre anguckt, werden im Prinzip sieben Verfahren angesprochen. Die fünf werden also noch ein bisschen, ich sag mal, weiter runtergebrochen. Bei der Messung, ich habe das schon angesprochen, unterscheide ich noch in Fremd- und in Selbstaufschreibung. Das Thema der Selbstaufschreibung findet sich häufig in der Dienstleistung, in der Verwaltung wieder. Ich habe also mehrere Projekte durchgeführt bei Tochtergesellschaft in der Bahn, ich drücke das mal so aus, wo also die Mitarbeiter dann in Selbstaufschreibung ihre Prozesse, ich sag mal, selbstzeitlich auch bewertet haben. Ich selber war auch mal eine Zeit lang in der Zentralbank beschäftigt, dort haben wir uns auch mit dem Thema der Selbstaufschreibung auseinandergesetzt. Ja, ist eine Methodik, die man dort häufig wiederfindet. Das, was wir uns heute angucken wollen, ist allerdings der Block daneben, nämlich die Fremdaufschreibung. Wie mache ich eigentlich eine Zeitstudie? Wenn wir von 7 gesprochen haben, muss es noch eine Gliederung geben und diese andere Gliederung setzt sich hier hin. Bei den Sollzeiten haben wir vorhin von Planzeiten gesprochen. Ich habe gesagt, Systeme vorbestimmter Zeiten sind eigentlich auch nichts anderes als Planzeiten. Und diese Gliederung in diese beiden Methodiken findet sich an der Stelle dann wieder, so dass ich dann von diesen 7 Verfahren in der REFA-Methodenlehre die 5 tariflich empfohlenen auch abdecke.
Ich habe mich auch viel mit dem Thema Entgeltrahmenabkommen auseinandergesetzt, aber ich habe zum Beispiel morgen mit einem Kunden zu tun, da ist das Tarifwerk der chemischen Industrie zu Hause. Dort findet man in beiden explizit also genau diese Verfahren auch wieder, dass sie also entsprechend anerkannt sind. Ja, um an entsprechender Ist- oder Soll-Zeiten zu kommen. So, das müssen wir nochmal in Ergänzung anklicken. So. Wenn wir uns jetzt mit Zeitdaten auseinandersetzen, und ich habe vorhin mal das Thema Analyse angesprochen, dann muss ich am Anfang eine Begrifflichkeit oder Begrifflichkeiten klären, denn in den Tarifverträgen werden auch so Begriffe fallen gelassen wie Vorgabezeit, wie Normalzeit, wie Rüstzeit. Ich würde die gerne mit Ihnen einmal kurz definieren. Eine Vorgabezeit ist im Prinzip also eine Sollzeit, die ich für eine Arbeitsaufgabe vorgebe, also eine Sollzeit. Wenn ich von Normalzeiten spreche, dann spreche ich von einer Zeit, die mit einem Leistungsgrad versehen worden ist. Und zwar im Normalfall auf den Leistungsgrad 100%, also auf die sogenannte REFA-Normalleistung. Normalleistung, es gibt so eine schöne Definition, ist eine Leistung, die der Mensch zwischen 18 und, von mir aus demnächst 67, vielleicht wird es auch irgendwann 70, weiß ich nicht, in der Lage zu bringen sein soll, die fließend ist, die rhythmisch ist, ich hätte fast gesagt, die melodisch ist. Und Voraussetzung dafür, dass Ihr Mitarbeiter, sag ich mal, auch geeignet ist, entsprechend eingearbeitet ist, Kenntnisse hat, Fähigkeiten hat, Berufserfahrung hat. Wir müssen also, um Vorgabezeiten zu ermitteln, immer darauf schließen, ist das eigentlich eine Normalzeit. Ich kann jetzt nicht hingehen und ich sage immer, wir können 100 Meter laufen, es gibt so ein Usain Bolt, der sprintet Ihnen und allen davon. Wenn wir die Zeit als Vorgabezeit wählen, dann kalkulieren wir uns irgendwie aus dem Markt, weil wir keine Normalzeit haben. Wir müssen also davon ausgehen, dass jemand auch 100 Meter läuft mit 67 Jahren. Da müssen wir dann schauen, wie eigentlich so eine Normalzeit auszusehen hat. Gut, das Thema ist aber nicht Leistungsgrad, sondern das Thema ist Zeitspiel. Das Thema Rüstzeit spielt immer eine Rolle. Rüstzeit heißt, Vor- und Nachbereiten eines Arbeitssystems oder eines Arbeitsplatzes. Ich kann das häufig bei mir zu Hause beobachten. Arbeitsvorbereitung, also die vorbereitenden Maßnahmen, klappen immer ganz gut. Ich denke das mal an meine Tochter, wenn wir zusammen kochen oder so, dann klappt das alles. Wenn es dann um das Thema Aufräumen, Abwaschen, wieder einsortieren geht, dann klappt das in der Regel gar nicht. Rüstzeiten beinhaltet also, sage ich mal, sowohl das Vorbereiten als auch das Nachbereiten. Ist einmalig pro Arbeitsaufgabe, so ist es definiert, findet nachher seinen Eingang in die sogenannte TR, Rüstzeit, Rüstgrundsatz, sogar TRG wieder. Dann habe ich mit Verteilzeiten zu tun. Das ist ein Thema, da können Sie sich tagelang mit beschäftigen. Verteilzeiten gliedere ich erstmal in sachliche Verteilzeiten und persönliche Verteilzeiten. Persönliche Verteilzeiten gibt es häufig so Vorgaben. In Betriebsvereinbarungen, es gibt auch so Empfehlungen manchmal in Tarifwerken oder in ergänzenden Unterlagen zu Tarifwerken. Bei der persönlichen Verteilzeit sprechen wir häufig, wenn nichts vorgegeben ist, von 5% pro Stunde. Also das heißt 3 Minuten pro Stunde bezahlte Arbeitszeit für persönliche Verrichtung. Also angefangen vom Toilettengang bis zur Naseputzen und ähnliches. Mit dem Wert kommt man, sage ich mal, eigentlich immer ganz gut zurecht, sowohl auf der Gewerkschafts- als auch auf der Arbeitgeberseite. Es gibt aber Arbeitssysteme, da passt das nicht. Da brauchen Sie ganz andere Verteilzeiten. Ich habe in einem Gutachten, was ich erstellt habe, mit dem Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes mal zu tun gehabt. Und dort hatte man mit persönlichen Verrichtungen zu tun, alleine schon beim Thema des An- und Umziehens zu Arbeitsbeginn. Könnte man darüber nachdenken, ist ja vielleicht eine Rüstzeit, aber es ist eine persönlich bezogene Zeit und die dauert schon ein bisschen, bis die Mitarbeiter, also sage ich mal, vom Arbeitsplatz übers Umziehen dann in dem entsprechenden Raum sind,
sodass man nicht mit diesen 5% zurechtkam. Sachliche Verteilzeit, der zweite Baustein, der dahinter steckt, ich nenne ihn immer Saustallkoeffizient. Also je schlechter ein Unternehmen organisiert ist, desto höher ist dieser Verteilzeitprozentsatz. Ich hätte es auch anders ausdrücken können. In der Einzelfertigung werden Sie in der Regel einen relativ hohen Verteilzeitprozentsatz haben, in der Serie und Masse eher niedrigeren. So als Richtwert hätte ich gesagt, wenn der sich irgendwo zwischen 5% und 8% in der Serie bis, bewegt, bis zu 20% in der Einzelfertigung, dann hätte ich gesagt, das ist alles nur so halbwegs normal. Wenn es darüber hinausgehen sollte, bei diesen unterschiedlichen Fertigungstypen, dann sage ich immer, da muss so eine Lampe angehen, da müsste man sich den Ablauf nochmal angucken, ob man da nicht irgendwas besser gestaltet vom Ablauf, von der Methodik her. Verteilzeiten. Wir hatten also mal fest, persönliche und sachliche Verteilzeit, wie geht denn das näher noch ein bisschen weiter? Im Rahmen der Analytik. Dann gibt es das Thema Erholungszeit. Das war mal ein ganz wichtiges Thema, sage ich mal, bei Refa. Mittlerweile muss man das schon fast suchen. Findet sich so als eigenes Modul gar nicht unbedingt wieder. Dennoch gibt es Arbeitssysteme, wo das Thema Erholungszeit eine Rolle spielt. Also wenn Sie mal so eine Härterei arbeiten oder mal vor dem Ofen stehen, 500 Grad heiß oder sowas, dann werden Sie sehr schnell zum Thema Erholungszeit kommen. Gut, ist also wirklich arbeitssystemabhängig und bedingungsabhängig. Ich habe morgen, habe ich gesagt, so einen Termin in der chemischen Industrie, wo wir auch über eine Betriebsvereinbarung nachdenken, wo wir über das Thema Erschwerniszulage nachdenken. Da geht es um Nachtsichtgeräte, die die Mitarbeiter tragen. Also ist eine Fertigung, die also im Dunkeln stattfindet, weil die Arbeitsgegenstände, die dort bearbeitet werden, also kein Licht abbekommen dürfen, in Anführungsstrichen. Dort arbeiten die Mitarbeiter also wirklich mit so einem Nachtsichtgerät, das sie aufsetzen. Und dann haben wir uns so definiert mit dem Arbeitgeber, dass wir dort eine Erschwerniszulage zahlen wollen, die allerdings jetzt nicht in der Erholungszeit sich wiederfindet. Das hätte man machen können, so nach dem Motto, alle 20 Minuten oder 30 Minuten gehst du mal für eine Zeit lang irgendwo hin. Nee, das machen wir also da über einen entsprechenden geltlichen Zuschlag. Den müssen wir allerdings erst nochmal verhandeln mit dem Betriebsrat. Mal schauen, was da morgen bei rauskommt. Gut, das Thema Erholungszeit. Da gibt es auch keinen Erfahrungswert, den man im Prinzip ansetzen kann, weil er ist wirklich arbeitssystemabhängig und dann ist es immer toll, wenn man so ein Institut hier ansprechen kann. Ja, manchmal hat man ja das Glück auch, also in Arbeitsschutzregeln gibt es auch Vorgaben, insbesondere für Kältearbeit, was gefordert wird, für Hitzearbeit auch. Und prinzipiell ist das natürlich eins der grundlegenden arbeitswissenschaftlichen Fragestellungen, was der Mensch braucht, wie raus das dann abzuleiten ist. Das wandert dann manchmal in Tarifverträge hinein und wird aber dann zwischen den Tarifparteien natürlich ausgehandelt, sage ich mal so. Und wenn es einmal festgelegt ist, dann darf man nicht mehr dran rühren. Wie mit den Zeitgaben. Es sei denn, im Unternehmen gibt es irgendwelche Umwälzungsprozesse. Bei diesem Unternehmen, wo ich dann morgen hin muss, ist plötzlich aus dem kleinen Unternehmen eine Aufkaufgeschichte für einen großen niederländischen Konzern geworden und da packt man jetzt alle Themen nochmal an. Oder auch anders. Okay, also 5 Zeitarten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Gut. Wenn ich mich jetzt mit der Refa-Zeitmethodik auseinandersetze, also mit der Fremdaufschreibung, Vorgabezeitermittlung, Ist- und Sollzeiten in Richtung Planzeiten als Ziel, da muss ich mich immer am Anfang fragen, für welchen Zweck will ich das eigentlich machen? Ich habe vorhin schon ein paar angesprochen. Kalkulation, Terminierung, Auslastung, Kapazitätsbedarfe, keine Ahnung, Kostenvergleichsrechnung, Amortisation, überall, wo man unsere Zeitdaten führt. Ich muss mir also überlegen, wofür ich diese Zeitdaten brauche, abhängig jetzt von dieser Zweck, wofür ich es brauche, würde ich dann im Prinzip die entsprechende Methodik wählen. Wir haben vorhin mehrere Methodiken gesehen. Das muss nicht immer eine Zeitaufnahme sein. So, hier wollen wir uns allerdings auf das Thema der Vorgabezeiten für Arbeitssysteme konzentrieren. Und dann noch 2 Definitionen. Einmal aus dem Tarifwert Lehrer haben wir vorhin schon mal angesprochen.
Vorgabezeit ist dort definiert als diejenige Zeit, die erforderlich ist, um die Arbeit unter Berücksichtigung der Sollarbeitsmethode, also einer vorgegebenen Methodik, und Vorgaben zur Qualität und zur Arbeitssicherheit zu erfüllen. Das finden Sie so definiert im ERA-Tarifwerk. Wenn ich mir die Vorgabezeitsdefinition nach REFA angucke, dann definiere ich hier etwas, ich will nicht sagen präziser, aber etwas umfangreicher. REFA sind Sollzeiten, also in irgendeiner Form aus einer Zeitaufnahme aufbereitet, die für Menschen und Betriebsmittel gelten können, also für von Menschen und Betriebsmitteln ausgeführte Arbeitsabläufe. Vorgabezeiten für den Menschen enthalten Grundzeiten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen gerade, Erholungszeiten und Verteilzeiten. Ich kann Vorgabezeiten sowohl auf den Mensch beziehen, als auch aufs Betriebsmittel. Das hängt jetzt davon ab, was für ein Arbeitssystem ich habe. Ich habe Anlagen, da ist der Mensch nur noch, keine Ahnung. Ich habe vorhin ein Unternehmen angesprochen, nee, habe ich gar nicht, in einem anderen Zusammenhang. In der papierverarbeitenden Industrie, so ein Unternehmen hier im Bergischen Land, die stellen also Kartonagen her, da dient der Mitarbeiter nur noch als Einleger. Der legt also nur noch Bögen von Kartonware ein. Und am Ende der Maschine kommt irgendwann fertiger Karton raus. Da ermittle ich in der Regel keine Vorgabezeit für den Menschen mehr, sondern der arbeitsbestimmende Faktor, würde ich mal sagen, in diesem Arbeitssystem ist das Betriebsmittel. Ich gucke mir also dann an, dass ich Vorgabezeit für das Betriebsmittel ermittle. So, also in der Regel für Mensch und Betriebsmittel, weil es die kostenverursachenden oder kostentreibenden Faktoren in einem Arbeitssystem sind. Zum Thema Grundzeit muss ich noch was sagen. In dem Wörtchen Grundzeit steckt das Wörtchen Grund drin und habe ich bei der Prozentrechnung, das ist der sogenannte Grundwert. Grundzeit heißt 100%. Das sind alle planmäßigen Haupt- und Nebentätigkeiten, die ich für die Ausführung einer Arbeitsaufgabe benötige. Das ist die Grundzeit. 100%. Auf diese Grundzeit schlage ich die Verteilzeiten, Erholzeiten und Ähnliches auf. Also wenn ich eine bestimmte Grundzeit habe, 100%, dann schlage ich von mir aus 5% persönliche Verteilzeit, von mir aus 20% sachliche Verteilzeit und von mir aus noch 5% Erholzeit auf. So sollte ich anschließend bei von mir aus 130% Vorgabezeitwert sein. Die Grundzeit ist, sage ich mal, das elementare Zeit- oder der elementare Zeitbaustein, den ich auch in der Vorgabezeitermittlung praktisch im Auge haben muss. Und nochmal, das sind alle planmäßigen Haupt- und Nebentätigkeiten eines Menschen, meinetwegen. Oder die planmäßigen Haupt- und Nebennutzungen von einem Betriebsmittel, das ich beobachte. Gut, darüber habe ich im Prinzip schon gesprochen. Vorgabezeiten umfassen in der Regel Rüsten ausführen, die Verteilzeiten, persönliche und sachliche Unterbrechung der Arbeit. Da muss man jetzt schon wieder sagen, wir haben vorhin über planmäßige Vorgänge gesprochen. All das, was hier steht, ist planmäßig. Also auch persönliche und sachliche Unterbrechung sind in der Regel, im Prinzip sind sie vom Kern her unplanmäßig. Der Mitarbeiter muss eben auch auf Toilette. Sie müssen aber eine Planmäßigkeit daraus machen, indem Sie 5% persönliche Verteilzeit berücksichtigen. Ähnlich ist es auch mit Unterbrechung mit sachlicher Natur. Material fehlt, Störungen von Arbeitsabläufen. Dort muss ich auch so einen Faktor, ich habe den vorhin Saustallkoeffizienten benannt, den muss ich auch berücksichtigen, also planmäßig in der Vorgabezeit berücksichtigen. Gut. Wenn wir über Zwecke gesprochen haben, dann soll dieses Bild nochmal eben kurz die Zwecke von Zeitwirtschaft deutlich machen. REFA existiert relativ lange, haben Sie vorhin eingangs gesehen. Es gibt mehrere Methodenlehren des Arbeitsstudiums der Betriebsorganisation. Dieses Bild findet sich in unterschiedlichen Prägungen, aber eigentlich seit Beginn der REFA-Methodenlehre immer wieder. Wenn ich über Zwecke nachdenke, dann sind das in der Regel diese hier. Also ich brauche Zeit, um Arbeit zu gestalten, zu optimieren, zu rationalisieren. Ich mache dann Vergleiche. Was ist also, ich sage mal, effektiver?
produktiver. Ich brauche sie für die Planung, meinetwegen für solche Themen wie Arbeitspläne mit Zeitvorgaben, damit ich also weiß, wann wer mit welchem Vorgang beschäftigt ist. Ich brauche sie für die Steuerung, zum Beispiel zum Thema der Personal- und Maschinensteuerung. Wann ist welche Maschine mit welchem Auftrag belegt, wann ist sie wieder frei. Ich brauche Zeitdaten für die Entlohnung. Immer dann, wenn ich bei dem Thema der anforderungsabhängigen oder leistungsbezogenen Entlohnung bin. Und ich brauche das Thema Zeitwirtschaft natürlich für das Thema der Kostenrechnung. Insbesondere beim Thema der Vor- und Nachkalkulation. Wobei, im Moment habe ich ein größeres Projekt bei einem Unternehmen in der Nähe von Hamburg. Er stellt Fahrzeuge, besser gesagt Anhänger her. Und wenn Sie dort nach dem Thema der Vorkalkulation fragen, dann findet man meistens das Zucken wieder. Der Markt gibt den Preis vor. Wir stellen qualitativ hochwertige Fahrzeuge oder Anhänger her und der Kunde ist bereit, über diese Qualität, sage ich mal, auch die entsprechenden Preise, die wir vorgeben, zu bezahlen. Und wenn man dann das Thema der Nachkalkulation anspricht, dann stößt man in der Regel ganz auf taube Ohren. Und das ist nicht das einzige Unternehmen, was ich kenne, was manchmal so völlig zeitwirtschaftlich frei durch die Räumlichkeiten fliegt, hätte ich fast gesagt. Gut, es gibt auch andere, wo also entsprechend sehr sorgsame Kalkulationen laufen. Zeitwirtschaftliche Daten helfen dafür. Alleine wenn ich an die Zuschlagskalkulation denke und denke dort nicht an den Block Materialkosten, sondern an den Block Fertigungslohnkosten und gucke mir die Formel an, wie ich die ermittle, TR plus TE, muss das auf die Menge beziehen, multipliziere das mit einem Stundensatz durch 60, dann habe ich genau diese beiden Bausteine TR und TE schon wieder in der Formel und ermittle damit die Lohnkosten. Okay, also der Zweck, den sollte man mal für sich hinterfragen. Und wenn der Zweck heißt, wir brauchen von mir aus für das Thema der Maschinenbelegung oder für das Thema der Personalsteuerung jetzt Informationen, dann können Sie nicht plötzlich mit einer Zeitstudie kommen, die über 10 Tage geht. Dann ist der Auftrag oder die Fragestellung schon längst wieder weg. Da kann man sich vielleicht noch mit dem Thema oder der Methodik vergleichen und schätzen helfen. Vielleicht auch mit Planzeitkatalogen, wenn Sie die aufgebaut haben. So, darüber habe ich schon gesprochen. In allen ERP-Systemen, also die ich kenne, es gibt, als ich mal angefangen habe, mich mit ERP-Systemen zu beschäftigen, gab es über 400 Stück im deutschsprachigen Markt. Wie wir das jetzt sind, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe bei einem Kunden, den ich betreue, mit dem Thema P2 zu tun oder AP+ zu tun. Und wenn man sich da mit dem Thema der Arbeitsgänge, Arbeitspläne auseinandersetzt, auch natürlich wieder die beiden Zeitbausteine auf TE und TR. Und wenn man den Kunden dann fragt, also hier TR und da die Zeit, die eine TE, und wenn man den Kunden dann fragt, wie fühlt sich die eigentlich aus? Wir geben noch ein paar Daten vor. Sondermaschinen, Einzelbauer, so aus Erfahrung. Also da tauchen zumindest Daten auf. Ich kenne allerdings auch Arbeitspläne im Unternehmen, da sind gar keine Zeitdaten aufgedruckt oder ausgedruckt und ausgewiesen. Und da ist jetzt Empfehlung, ich will das nicht übertreiben, aber meine Devise ist, besser eine schlechte Zeit als gar keine Zeit, damit der Mitarbeiter und alle anderen zumindest eine Orientierung haben. Man kann ja dran schreiben, dass man andere Zeiten als Ist-Zeit benötigt hat. Aber die sollten, sage ich mal, in irgendeiner Form schon vorhanden sein. So, der Zweck ist wichtig, um die entsprechende zeitwirtschaftliche Methodik anzusetzen. Dann sollte man sich Gedanken machen, für welches Arbeitssystem ermittle ich denn Vorgabezeiten oder soll ich Vorgabezeiten ermitteln. So, dazu muss man sich mit den Arbeitsplatzsystemen auseinandersetzen
Und es gibt so eine schöne Gliederung, wir sprechen von ortsgebundenen und ortsveränderlichen Arbeitssystemen. Ich habe vorhin ortsveränderliches Arbeitssystem angesprochen mit einem Gabelstaplerfahrer. Wenn Sie dafür Vorgabezeiten ermitteln wollen, dann würde ich das nicht mit einer klassischen Refa-Zeitaufnahme machen. Kann man natürlich machen. Ich musste das auch mal für ein großes schwedisches Möbelhaus machen, wo ich dann so Staplerfahrer verfolgen musste. Aber das ging dann, weil wir vorher definiert haben, welche Wege der zu fahren hat. Also genau aufgeführt, welche Strecken und welche Weglängen dahinter stecken. Wenn Sie denen immer hinterherrennen müssen, da sind Sie dann in der Lage, 8 Stunden am Tag sowas durchzuhalten und mitfahren mit dem, würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Lassen wir das Thema Arbeitssicherheit mal ganz außen vor. Also, es gibt ortsveränderliche Arbeitssysteme. Da muss ich mir Gedanken machen, mit welchen Systematik ich da herangehe. Und es gibt ortsgebundene Arbeitssysteme, sprich also, wo Betriebsmittel einen festen Platz haben, Mensch und Material sich daran nähern, finde ich in der Industrie dann häufig wieder. Und dann reden wir von sogenannten Arbeitssystemtypen, der hier vorne aufgeführt, der Einstellenarbeit, also Fertigungsindustrie. Ich habe vorhin den Staubsaugerhersteller hier aus dieser Stadt angesprochen, jetzt macht er noch was anderes außer Staubsauger, der hat auch so ein berühmtes Küchengerät, hätte ich jetzt was gesagt, und dort haben wir also an bestimmten Fertigungsinseln Motormontagen uns angeguckt. Das Arbeitssystem steht da, mehrere Menschen nähern sich, Material wird versorgt, eine klassische Einstellenarbeit. Dann gibt es Mehrstellenarbeit, ein klassisches Thema in der Textilindustrie. Ich habe vor, ein paar Jahren mal ein Gutachten in der Textilindustrie in einer Weberei machen müssen. Und dieser Weber hat über 30 Webstühle bedient. Also Mehrstellenarbeit. Der läuft also dahin, dorthin, hierhin. Ganz klassisches Thema. Dann gibt es sowas wie Einzelarbeiten, sprich also wo eine Person arbeitet, sondern wo eine Gruppe tätig ist. Gruppe heißt zwei und mehr Personen. Auch dort kann ich Ein- und Mehrstellenarbeiten beobachten. Beispiele stehen zum Beispiel schon unten aufgeführt. Also das Thema Gruppenarbeit ist kein einfaches. Die Zeitaufnahmen sind ohnehin sehr komplex. Und wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, hätte ich gesagt, muss man also schon gute Erfahrung haben. Denn es ist nicht so, dass meinetwegen zwei Personen immer an der gleichen Stelle zusammenarbeiten, die sie dann beide beobachten können. Sondern es kann durchaus sein, der eine bewegt sich dann mal 100 Meter woanders hin und dann ist die Frage, wen beobachte ich jetzt eigentlich? Also nicht ganz so einfach, diese Thematik. So, bei ortsveränderlichen Arbeitssystemen unterscheide ich auch wieder in Einzel- und in Gruppenarbeiten. Einzelarbeiten, ortsveränderlich, finde ich häufig im Handwerk wieder oder in der Landwirtschaft, sprich also Mensch und Betriebsmittel verändern sich im Raum und in der Zeit, folgen einem Arbeitsgegenstand. Ich nenne als Beispiel immer den Bauer, der mit seinem Trecker über so einen Acker fährt. Der Acker ist ortsgebunden und alles andere bewegt sich. Bei der Mehrstellenarbeit findet man durchaus solche Gruppenarbeiten, Mehrstellenarbeit in Baustellenfertigungen wieder. Gucken sich die Baustellen auf den deutschen Autobahnen oder an den Brücken an, dann sind das so ganz klassische Beispiele für solche Arbeitssysteme. Gut, ich habe schon an der einen oder anderen Stelle deutlich gemacht, welche Methodik man wo anwenden kann. Nehme ich nochmal das Thema ortsveränderlich, dann kann ich mich mit Themen der MTM-Methode, Systeme vorbestimmter Zeiten, UAS heißt die Methodik, dann genau anfreuen, wo ich also für bestimmte Prozesse schon Vorgabezeiten habe und die dann nur aus dem Katalog abbilde. Bei dem Thema hier vorne bietet sich durchaus die Refa-Zeitstudientechnik an, hierfür genauso. Dies ist, sage ich mal, dann schon höhere Kunst für jemanden, der sich mit Stoppuhren bewaffnet. Es gibt allerdings auch Zeitmesssysteme, wo also mehrere Uhren parallel laufen. Digitimer aus der klassischen alten Welt. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gesehen haben. Ein Brett, wo also mehrere Uhren im Prinzip laufen und eine Uhr für den einen oder anderen Mitarbeiter oder fürs Betriebsmittel gelten. Also Zweck und
die Arbeitssystemart bestimmen die Zeitaufnahmetechnik. Und zum letzten Schluss bestimmt auch noch die Fertigungsart die Methodik, die ich wähle. Wenn ich in der Einzelfertigung bin, dann kann ich mich auch mal mit Themen auseinandersetzen wie Vergleichen und Schätzen. Wenn ich in der Serie bin oder in der Massenfertigung, dann komme ich schon schnell zu dem Thema der Refa-Zeitaufnahme. Allerdings sei gesagt, wenn ich die kontinuierlich betreibe, Zeitstudien, und die auch vernünftig auswerte, zu Planzeiten bringe, dann kann ich die sehr wohl auch in Einzelfertigung ansetzen. Und wenn ich relativ schnell Zeitstudien oder Zeitdaten brauche, dann muss ich mir die Fertigungsart überlegen, sprich auch den Wiederholrhythmus von bestimmten Prozessen. Gut. Ja, die drei Einflussfaktoren gibt es für die zu wählende Zeitaufnahmetechnik. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema der Analytik auseinandersetzen, also Voraussetzungen, damit wir überhaupt Zeitwirtschaft betreiben, dann will ich mit Ihnen da einen kurzen Ausflug machen. Die Analytik gibt es sowohl bezogen auf den Menschen als auch bezogen auf das Betriebsmittel. Es gibt die auch bezogen auf das Arbeitsgegenstand. Material fließt nicht. Es gibt sie für Informationen. Information fließt, sie fließt nicht. Es gibt sie für die gesamten Arbeitssysteme. Ich will den Schwerpunkt hier heute auf den Mensch legen. Wir unterscheiden, ich fange anders an. Menschliche Arbeit lässt sich in 8 Gliederungsmerkmale gliedern. Sie müssen also nicht unbedingt vom Fach sein. Als ich das erste Mal im Blutspendedienst Zeitstudien durchgeführt habe, ich wusste noch nicht mal, was ein Erythrozytenkonzentrat oder ein Thrombozytenkonzentrat ist oder wie man das macht. Aber man weiß sehr wohl, wie Menschen arbeiten und kann dann daraus ableiten, ist es die ein oder andere Tätigkeit. Oder, wie es hier heißt, Ablaufart. So, wir unterscheiden beim Menschen, mit dem Buchstaben M natürlich, erstmal diese drei Blöcke, eigentlich diesen vierten, aber auf den kommen wir ja nochmal. Mensch ist im Einsatz, Mensch ist längerfristig nicht im Einsatz, Urlaub, keine Ahnung, krank. Oder es gibt eine entsprechende Betriebsruhe im Unternehmen. Viele Unternehmen haben zwischen Weihnachten und Heiligen Drei Könige Betriebsruhe oder Brückentage, wo sie nicht fertigen. Dann wäre das sowas. Der Blick geht natürlich hierhin, der Mensch ist im Einsatz. Und dann gibt es zwei weitere Gliederungspunkte. Der eine heißt, der Mensch ist tätig oder er unterbricht seine Arbeit. Wenn der Mensch tätig ist, dann unterscheiden wir in eine planmäßige, direkt der Hauptaufgabe dienende Haupttätigkeit. Ich will das mal auf Rasenmähen beziehen. Die Haupttätigkeit beim Rasenmähen ist, den Rasenmäher über den Rasen zu schieben. Das ist die planmäßige Haupttätigkeit. Dann gibt es nicht planmäßig direkt der Hauptaufgabe dient. Dann gibt es planmäßig indirekt der Hauptaufgabe dient. Das sind die sogenannten Nebentätigkeiten. Beim Rasenmähen wäre das den Korb ab und an ausleeren. Sie können das machen wie meine Nachbarn, die das dann irgendwo in den Wald schütten. Sie können das auch kompostieren. Keine Ahnung. So. Beides planmäßig der Aufgabe dient. Und dann gibt es zusätzliche Tätigkeiten, nicht planmäßig der Aufgabe des Auftrages dienend. Zusätzliche Tätigkeiten, also deswegen auch dieses Kürzel hier. M immer für Mensch, Haupt, Neben, zusätzliche Tätigkeit. Zusätzliche Tätigkeit entsteht, wenn zum Beispiel dieses oder jenes Ereignis eingetreten ist. Nehmen wir mal ein störungsbedingtes Unterbrechen, also Material fehlt. Jetzt steht der Werker da, informiert eventuell den Meister, jetzt muss was passieren. Und dann, wenn was passiert, er sagt ihm dann, holen von da und da. Dann wird der Mensch jetzt plötzlich wieder tätig. Das ist eine zusätzliche Tätigkeit, gehört eigentlich nicht zu der Aufgabe. Wenn ich beim Thema Rasenmähen bleibe, mein Vater hätte mir gesagt, zum Rasenmähen gehört auch Kanten abstechen, da brauchst du einen Spaten für. Und den hatte ich natürlich am Anfang nicht, also habe ich eine zusätzliche Tätigkeit, Spaten aus der Garage holen.
wäre eine zusätzliche Tätigkeit. Wenn ich da 25 Mal gemacht habe, habe ich es dann irgendwann kapiert, auch mal eine Nebentätigkeit. Gut, störungsbedingtes Unterbrechen. Störungsbedingt kann alles Mögliche sein, eben nicht planmäßig. Schaden am Rasenmäher, Strom ist weg oder wenn Sie einen Verbrenner haben, dürfen Sie ja nicht mehr bald. Keine Ahnung, was Sie da haben, Zündkerz ist verbrennt. Ablaufbedingtes Unterbrechen ist ein Unterbrechen, was planmäßig ist. Es könnte sein, dass Sie so einen großen Rasen haben, dass Sie also, weil das Verlängerungskabel nur 25 Meter ist, irgendwann nochmal eine Kabeltrommel holen müssen, planmäßig, und das Ganze dann umstöpseln und sowas. Das wäre ein ablaufbedingtes Unterbrechen, ein planmäßiges Unterbrechen der Arbeit, um, sage ich mal, später wieder entsprechend planmäßig unterwegs zu sein. Wenn Sie solche Vorgänge haben, dann sind die höchst unproduktiv. Das riecht schon nach Rationalisierung und nach Arbeitsgestaltung. Eigentlich müssen die immer möglichst null sein. Wenn ich vorhin mal vom Saustallkoeffizienten gesprochen habe, und da geht eine Lampe an, das sind nämlich diese hier, zusätzliche Tätigkeiten, dann ist dies hier mindestens, ja, wenn ich gerade eine Rot habe, dann ist dies tiefrot. Es gibt Arbeitssysteme, wo Sie wirklich planmäßige Unterbrechungszeiten haben. Stellen Sie mal Ihren Rechner an. Na, dann läuft der planmäßig hoch. Da können Sie jetzt langsam oder schnell vorwarten, dann wird nicht besser. Das können Sie auch nicht gestatten. Gut, Sie können vielleicht ein Programm runterschmeißen, Sie können, keine Ahnung, sich einen anderen Rechner besorgen, aber es gibt ablaufbedingtes Unterbrechen. Planmäßige Unterbrechung. So, dann haben wir jetzt den Faktor Erholzeiten. Mitarbeiter erholt sich. Das sieht man ihn so schlecht an. Er steht dann rum. Der eine muss eine Zigarette rauchen und erholt sich. Der nächste trinkt irgendwas. Der nächste muss quatschen. Das geht eng mit diesem hier zusammen. Erholbedingtes Unterbrechen ist für mich eine Vorgabe, die aus der Arbeitsschwere kommt, wie ich das vorhin gesagt habe, und die wir in irgendeiner Form definieren und festlegen für das Arbeitssystem. Und was der dann in der Zeit für Erholung macht, gut, kann man gestalten. Versuchen auch viele, ich will das an der Stelle jetzt nicht beurteilen. Gut, und dann gibt es persönlich bedingtes Unterbrechen, MP, Mensch, persönlich bedingtes Unterbrechen. Ich habe vorhin mal diesen Wert 5% angesprochen für persönliche Verrichtungen. Dazu gehört jetzt nicht Aufstempeln und Rauchen. Das ist häufig heute kein persönliches Unterbrechen der Arbeit mehr oder persönlich bedingtes Unterbrechen der Arbeit, was ich in der Verteilzeit berücksichtige, sondern das ist sowas hier häufig heute. Außer Einsatz, Mitarbeiter stempelt aus für 5 Minuten und geht irgendwo hin. Die tollste Arbeitsorganisation, die ich in dem Zusammenhang mal gesehen habe, war bei der, einer Bahntochter, wo also die Mitarbeiter ihren, das waren, ich nenne das mal Bahnlotsen, die also über viele Bildschirme überwachten, wie der Bahnverkehr auf den Trassen in einer Region gelaufen ist. Wenn die also mal eine Zigarette rauchen wollten, dann mussten die ihren Arbeitsplatz in der Form verlassen, den Mitarbeiter Bescheid sagen, der dann im Prinzip diese Überwachung vornahm. Und dann sind die in so eine Glaskiste gegangen, mussten diese Glaskiste schließen, jeder konnte die sehen. Und dann haben die also an ihrer Zigarette gezogen und mussten dann in Abluft reinblasen. Und ja, das war derart, sage ich mal, negativ, dass man also damit es geschafft hat, dass die meisten plötzlich nicht mehr geraucht haben im Laufe der Jahre. Gut. Jetzt haben wir 7 Ablaufarten. Es gibt auch diese hier, die ist immer so ganz bescheiden. Wenn Sie also Zeitstudien machen, dann sind Sie eigentlich in der Lage, immer dies hier zuzuordnen. Plötzlich ist der Werker, den Sie beobachten, oder der Angestellte, der Mitarbeiter, den Sie dort beobachten, nicht mehr an seinem Arbeitsplatz. Der ist weg. Dann ist das für Sie nicht erkennbar, was der tut. Und dann müssen Sie anschließend im Gespräch klären, was er denn getan hat. Und dann beurteilen, welche dieser Ablaufarten es gewesen ist. Häufig sind das dann solche Geschichten wie Kaffee getrunken, zu Klo gegangen. Manchmal sind es aber auch solche Geschichten wie zusätzliche Tätigkeit. Material holen, Werkzeug holen, Schlosser informieren, weil die Maschine defekt ist oder ähnliches. Gut.
So, wenn Sie jetzt eine Zeitstudie machen, dann müssen Sie bei jedem Vorgang, den Sie, jetzt nehme ich das Wörtchen wieder in den Mund, abstoppen, für sich festlegen, um welche Ablaufart hat sich es gehandelt. Letzten Endes wollen Sie später Sollzeiten herausbekommen, die dies hier abdeckt, das ist die sogenannte Grundzeit, die dies hier abdeckt, also diese beiden und das hier. Also das, was planmäßig ist, das ist die Grundzeit. Und die wollen Sie definieren. Und alles andere versuchen Sie über Ihre Zeitstudie, über Ihre Ist-Beobachtungen in irgendeiner Form zu ermitteln, um dann eventuell prozentual aufzuschlagen. Vereinbart prozentual aufzuschlagen. Wenn Sie dies nicht beherrschen, dann lassen Sie lieber die Finger von der Zeitaufnahme. Meistens ist es so, wenn man einmal eine Zeitaufnahme gemacht hat und man ist links oder rechts mal angeeckt, sei auf der Arbeitnehmer- oder sei es auf der Arbeitgeberseite, dann verfolgt sie so ein Merkmal. Und manchmal kommt man dann gar nicht mehr zum Stechen, weil man sich dann nicht mehr lässt. Ganz am Anfang stand mal ein wichtiger Begriff dort, Neutralität bei REFA, weil sie von beiden Tarifvertragsparteien im Prinzip akzeptiert werden. Und genauso müssen sie sich darstellen. Also die Zeitstudie durchführen, so dass im Prinzip das Ergebnis wirklich sachbezogen ist, verursachungsentsprechend, ja, und ohne Ansehen, sage ich mal, für wen Sie jetzt die Zeitstudie eigentlich machen oder für welchen Zweck Sie sie machen. Ups. So, diese 8 Ablaufarten, hier sind sie nochmal aufgeführt. An der Stelle. Bringt man dann in sogenannte Zeitarten unter bei REFA und gliedert die dann weiter, also Haupttätigkeit, Zeit, Mensch, Haupttätigkeit, Nebentätigkeit, TMN. Beide zusammen planmäßig ergibt die Tätigkeitszeit. Wir haben gerade noch von TMA gesprochen, ablaufbedingtes Unterbrechen der Tätigkeit, planmäßige Tätigkeit. Sie denken sich an dieses Stromkabel, was Sie dann da mal beim Rasenmähen anders verlegen müssen. Die beiden Bausteine zusammen, TT und TW, fließen dann in die Grundzeit. Das ist nochmal die planmäßige Ausführungszeit, die Basis, die Sie im Prinzip später vorgeben für einen Vorgang, also die sogenannte Sollzeit. Und auf diese planmäßige Grundzeit schlagen Sie später die anderen Bausteine auf, nämlich zusätzliche Tätigkeit, MZ, störungsbedingtes Unterbrechen. Die beiden zusammen fließen in die sachliche Verteilzeit. Ich habe die Erholzeit, die in diesen Baustein fließen. In die Verteilzeit fließt auch noch die persönliche Verteilzeit. Ich komme zu den drei Bausteinen und komme dann später zu dieser Vorgabezeit. Zeitliche Einheit. In manchen Unternehmen ist die Vorgabezeit nicht auf ein Stück bezogen, sondern auf 1000 Stück, auf Liter, keine Ahnung. Je nachdem, in welchen Unternehmen Sie zu Hause sind. Morgen reden wir auch nicht über, bei dem Unternehmen, wo ich morgen bin, nicht über Vorgabezeiten für ein Stück, sondern das ist eine entsprechende große Klischee-Rolle, die dort hergestellt wird und daraus können Sie, ich hätte gesagt, 10.000 Filme herstellen. Dann haben Sie Zeiten, die sich im Prinzip nachher auf so eine Größe beziehen. So, der Zusammenhang zwischen Analyse bei der Zeitaufnahme zur Synthese, nämlich hier der Zeit, der Sollzeitbildung, der ist Grundvoraussetzung vom Verständnis her, damit man überhaupt Zeitstudien durchführen kann. Und den gibt es jetzt nicht nur für den Mensch, hier nochmal in einer anderen Darstellung, ich nehme das nochmal zurück. Das, was wir hier gerade gesehen haben, nochmal zurück, TE, bezieht sich auf die Ausführung. Das finden Sie jetzt hier wieder, TE. TE ist abhängig, wie ich das gerade gesagt habe, von der Anzahl der Menge, 10.000 Stück, 500 Quadratmeter Rasen, 1.000 Quadratmeter Bodenfläche. Also ich rechne jetzt dann hoch die Zeit auf den Auftrag und auf der anderen Seite habe ich noch die Rüstzeit, die ich ermitteln muss, wovon ich vorhin schon mal gesprochen habe. Einmaliges Aufbereiten, Vorbereiten und Nachbereiten des Auftrages, des Arbeitssystems, damit ich es ausführen kann. Und die Formel, lineare Geradengleichung für so einen Mathematiker, T ist gleich TR plus TE mal M.
Das wäre jetzt, sage ich mal, die sogenannte Auftragszeit, die ich vorgebe als Sollzeit für ein Arbeitssystem. Und die Bausteine TE und TR, die gebe ich in jedem BDE-System, BDE ist falsch, ERP-System, PPS-System vor. Wenn ich denn das System so nutzen will, wie es der Sinn des Systems eigentlich vorsieht. So, was kann ich für den Menschen machen? Das kann ich auch fürs Betriebsmittel machen. Dann sieht das so ähnlich aus. Ne? Sie finden hier diese drei, diese Gliederung wieder, B steht fürs Betriebsmittel. Dann sprechen wir eben nicht von Ausführung, sondern von Nutzung und kommen also dann auch entsprechend zu diesen Ablaufarten. Ich will aber da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das Ganze gibt es auch noch für, habe ich vorhin schon mal gesagt, für den Arbeitsgegenstand, für Informationen, für die, System, für die Arbeitssysteme als solche. Gut. So. Das ist Voraussetzung, um sich mit Zeitaufnahmen nach REFA auseinander oder damit auseinanderzusetzen. Und ich sage das mit aller Deutlichkeit, wenn Sie da nicht gut unterwegs sind, dann lassen Sie es lieber. Man kann, ich sag mal, viel zu viel verkehrt machen, wenn man da nicht gut zu Hause ist. So, dann bin ich im vierten Block des heutigen Themas. Und darüber haben wir vorhin schon gesprochen, über die sieben Arten der Zeitdatenermittlung. Ich will dann nur noch mal daran erinnern, dass wir uns in diese Richtung hier bewegen und zum Schluss noch versuchen, den Sprung nach da einzubringen. Gut. Analyse heißt Ist-Zeiten gewinnen und gliedern. Synthese heißt nachher an Sollvorgabezeiten ermitteln. Und das sind die beiden Schwerpunkte. Ich muss die Zeitaufnahme vorbereiten, ich muss sie durchführen. Dazu habe ich bestimmte Sachen zu berücksichtigen. Ich habe vorhin schon mal so ein paar angesprochen. Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat und Mitarbeiter informieren. Überlegen, welche Zeitaufnahmesystematik ich brauche. Mit welchem System ich arbeiten darf. Also elektronisch oder mit einer Stoppuhr oder mit. Sowas. Das ist eine eigene Entwicklung. Das ist eine eigene Entwicklung vom Haus. Wir haben da noch zwei Geräte von 1980. Mhm. Ein Prozessor ist da drin mit Z80, zufälligerweise heißt der. Und beide funktionieren. Sie können es mal hochheben, dann sehen Sie auch, dass, welche Akkus da drin sind. So, man kann auch jemanden erschlagen damit. Ja, die sind auch, wenn ja. Sie da so 8 Stunden Zeitaufnahmen machen, brauchen Sie aber. Wir machen da und haben da immer Ganzschichtanalysen gemacht, also wow. Fortschrittszeit oder. Ja. Halbschichtanalysen, 4 Stunden. Ja. Das ist das Übliche gewesen. Nicht zur Zeitermittlung, nicht zur Ist- oder nicht zur Soll-Zeitermittlung, sondern im Endeffekt sozusagen, um festzustellen, wie die einzelnen Arbeitsteilvorgänge oder Arbeitsvorgänge, wie lange die dauern, unter welcher Belastung. Ob das mental ist, physische Belastung, um dann synthetisch dieses Belastungsprofil über die Schicht zusammenzustellen, was habe ich dann psychisch, was habe ich physisch, was habe ich für Umgebungsbedingungen und deswegen sind dann auch Fortschrittszeit, aber Notizen, wenn ich mich sozusagen verdrücke, muss ich ja das sozusagen wieder später im Endeffekt in dem Zeitstrahl ausgleichen, den Fehler, deswegen das mitschreiben. Genau, das ist so ein bisschen, was wir hier verwandt haben und dann haben wir uns halt ein eigenes gebaut und das auch vertrieben. Wow. So, also das auch und genau, aber das ist natürlich nicht mehr standgemäß heute, aber es funktioniert noch. Also das bleibt sehr, sehr Schnittstelle. Es gibt Unternehmen, wo Sie heute noch mit einer herkömmlichen Stoppuhr sich nur bewegen dürfen. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Vor allen Dingen brauchen Sie so viel Aufwand dahin, also um das elektronisch auszuwerten oder entsprechend auszuwerten, aber es ist halt so. Ich habe nachher ein paar Bilder von zeitgemäßen Erfassungssystemen, die sehen aus wie ein Handy, sage ich mal heute. Und die haben Sie auf so einem normalen Schreibbrett, wie ich das da vorne liegen habe, dann klemmen Sie die Dinger da dran und machen damit eine Zeitstunde. Die sind dermaßen leicht, da können sich dann auch wirklich mal eine Stunde, oder nicht nur eine Stunde, auch eine gesamte Schicht mit bewegen. Bei dem Ding hätte ich gesagt, ich bin jetzt nicht der Schwächste unter den Himmel, aber ich glaube, wenn Sie das Ding 8 Stunden in der Hand haben, müssen Sie ja mit links haben, weil Sie mit rechts ja noch was schreiben müssen. Ja. Ich kann mir vorstellen, der Arm, der am nächsten Tag. Ja, aber Sie haben daran noch einen Niedergurt. Ja, der könnte nur noch so. Genau. Recht. Ja. Okay. Ja.
Aber mit solchen Geräten bin ich auch angefangen. So in den 80er Jahren, als wir die ersten, oder als ich die ersten Zeichenstudien gemacht habe in der Bekleidungsindustrie, damals noch in Nordafrika, weil die Bekleidungsindustrie von hier weglief, da hatte ich auch solche, ich nenne die mal Koffer. Das konnten sie aber dem Arbeitgeber nicht deutlich machen, dass sie deswegen 10 Euro mehr bekommen in einer Stunde oder so, weil sie solche Geräte bedient. Okay. Also zwei Phasen, Vorbereitung und Durchführung. Zur Vorbereitung, ich habe vorhin schon ein paar Punkte angesprochen, ich glaube, jetzt sind wir unterbrochen. Ich hatte gesagt, Sie machen sich Gedanken über Sinn, Zweck und über Fortschrittszeit, Einzelzeit, über das Zeiterfassungssystem. Sowas findet sich dann ja auch wieder. Wird sowas selbst in Zeitmessgerät eingesetzt, selbsttätig registrieren das oder nicht. Sie wählen ein entsprechendes Gerät aus, Sie überlegen sich, ob Sie zyklische oder nicht zyklische Ablauffolgen haben. Das ist ganz wichtig, weil Sie damit, sage ich mal, auch eine entsprechende Systematik für die Zeitstudie sich überlegen müssen. Es gibt entsprechende Erfassungsbögen für zyklische und für nicht zyklische Vorgänge. Ein zyklischer Vorgang ist immer, ich sag mal, eine Reihenfolge der Vorgang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, was weiß ich nicht. Hahn aufdrehen, abfüllen, Hahn zudrehen, Hahn aufdrehen, abfüllen, Hahn zudrehen. Das ist also zyklisch und wiederholt sich, keine Ahnung, 100.000 Mal. Das ist relativ einfach, wenn Sie solche zyklischen Abläufe haben. Dann arbeiten Sie mit einem sogenannten Z2-Bogen und am Ende, sage ich mal, haben Sie über diese zyklische Folge schon häufig so viele Vorgänge erfasst, dass Sie also auch in der Lage sind, die in irgendeiner Form statistisch abzusichern und zu einer Vorgabezeit zu kommen. Leider ist das nicht immer so, dass Sie zyklisch Ablauffolgen vorfinden, sondern häufig auch nicht zyklische Ablauffolgen. Dann ist es besonders wichtig, dass Sie festhalten, welche Ablaufart dahinter steckt. Sie überlegen sich, welche Messpunkte Sie wählen. Sie müssen Bezugsmengen und Einflussgrößen festhalten. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal über 20 Meter gehen, dabei tragen 10 Kilo. Und müssen dann überlegen, wie Sie später diese nicht zyklischen Vorgänge wieder in eine Sollzeit, in eine Auswertungszeit bringen. So, alles Überlegungen, die man anstellt, bevor man die Zeitaufnahme eigentlich durchführt. Hier unten kommen wir dann dazu, Zeitaufnahme durchführen, auswerten. An der Stelle taucht eins, sage ich mal, noch nicht auf, das hätte man hier erwarten können, taucht aber dann spätestens beim nächsten Block auf, darüber haben wir schon gesprochen. Lass ich jetzt nicht springen. Nee, zurück. Sie sehen mir das bitte nach. Das, was ich jetzt hier noch angesprochen habe, gehört eigentlich zum Thema der Ausführung der Zeitaufnahme, und zwar die Informationspflicht Mitarbeitern und dem Betriebsrat gegenüber. Ich habe das schon erlebt, dass Zeitstudien, die durchgeführt worden sind, nachher nicht genutzt werden konnten, weil man Informationspflichten, sage ich mal, nicht berücksichtigt hat. Ich will das an dieser Stelle nur ergänzend erwähnen. Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmungsrechte, § 87, da kann man so einiges nachlesen. Und folgende, wenn man Experte ist. Okay, darüber haben wir auch schon gesprochen, über die Sinn und Zweck dieser Zeitstudien. Von daher will ich da jetzt ein bisschen drüber wegspringen. Nehmen wir an, wir brauchen als Anstoß der Zeitaufnahme ist bei vielen das Thema, wir brauchen mal wieder aktuelle Vorgangszeiten für unsere, von mir aus, Terminierung, für unsere Kalkulation. Nehmen wir mal an, das wäre der Sinn und Zweck. Dann wählen wir ein entsprechendes System, ein entsprechendes, ja, ich sag mal, Zeiterfassungssystem, hier oben mal dargestellt, wie sowas aussehen könnte. Ich will da jetzt auch keine Werbung für den einen oder anderen machen. Die Systeme tun sich alle nicht viel. Vom Preis her vielleicht schon, aber vom Nutzen und von der Auswertung her eher weniger. Ich muss mir also Gedanken machen über die
Zeitmessgeräte, über den Zeitaufnahmebogen, zyklisch, nicht zyklisch, das haben wir gerade schon angesprochen. An dem Bild können Sie erkennen, welche Bögen von Refa-Seite vorgeschlagen werden. Ich kann mit einem normalen DIN A4-Zettel arbeiten. Ich muss nicht solche vorgefertigten Belege haben. Die sind natürlich schön, weil schon entsprechende Gliederungen und Aufschreibezwänge da sind. Aber es geht auch anders. Hier finden Sie so einen Zeitaufnahmebogen, den Z2-Bogen. Ich habe den deswegen an der Stelle dargestellt, weil Sie laut Standardprogrammen gezwungen sind, das Arbeitssystem, was Sie beobachten, zu beschreiben. Hier müssen Sie die 7 Systembegriffe, Aufgabe, Ablauf, Eingabe, Ausgabe, Mensch, Betriebsmittel, Umgebungseinflüsse beschreiben. Vorteil liegt auf der Hand, Sie werden hier geführt vom Boden her, welche Inhalte da auszufüllen sind. So, und dann führen Sie eine Zeitaufnahme durch und das könnte dann so aussehen. Hier gibt es einen Vorgang, und zwar einen zyklischen Vorgang, also was Einfaches am Anfang. Da wird also ein entsprechendes Material genommen, eine Vorrichtung im Prinzip eingespannt, dann wird eine Fräse im Prinzip eingestellt, dann wird ein entsprechender Fräsvorgang vorgenommen, zum Schluss wird es wieder ausgespannt und dann wird die Fräse, sage ich mal, zurückgefahren. Ein einfacher Vorgang, zyklisch, und ich komme an so entsprechende Zeitwerte ran. Diese Zeitwerte, die jetzt hier drin stehen, Sie können das kaum lesen, weiß ich, aber die Unterlage lasse ich dann nochmal da, sind Einzelzeitwerte. Wir haben gerade Fortschrittszeit mal angesprochen bekommen, ich habe das vorhin schon mal definiert, was Einzelzeitwerte sind. Sprich also wirklich die Einzelzeiten pro Vorgang. Und man kann dann aus den Werten, wenn ich mir die Blanko angucke, ich lese die jetzt mal hier vor, 105, 110, 106, 105, 110, kann ich schon erkennen, wie groß die Streuung ist. Und wenn die Streuung sehr groß ist, dann weiß ich schon, ich muss die Anzahl der Zyklen, die ich beobachte, deutlich erhöhen. Ich kann mich gleichzeitig fragen, beobachte ich da eigentlich den richtigen Menschen? Ist überhaupt genügend eingearbeitet, hat eine entsprechende Routine. Das ist der Vorteil, wenn ich mit Einzelzeiten arbeite, wenn ich das mit der Fortschrittszeit mache, dann erkenne ich das nicht sofort, diese Streuung der Zeitwerte. Es gibt Unternehmen, die legen sehr viel Wert auf, bei der Auswertung nachher, auf die statistische Auswertung der Zeitstudien. Das ist genau das Feld, was hier unten kommt. Ich habe vorhin mal so ein Unternehmen angesprochen, das Wuppertal. Dort müssen Sie entsprechende Vertrauensbereiche, statistische Vertrauensbereiche erreichen, also ein Epsilon-Wert, der ist da gefordert. Und wenn Sie den nicht erreichen, dann müssen Sie also zusätzliche Zeitaufnahmen nachlegen, bevor Sie zu einer Vorgabezeit kommen. In der Serienfertigung macht das durchaus Sinn, mit solchen statistischen Vorgabewerten zu arbeiten. Ob das in der Einzelfertigung sinnvoll ist, lasse ich mal offen. So. In dem Standardprogramm mache ich anschließend nach dem Erfassen mit einer Uhr eine Auswertung. Das ist hier mal so dargestellt. Ich mache gleichzeitig, sage ich mal, auch Auswertungen, ich habe das eingangs mal gesagt, in Richtung Normalzeit. Dazu gucke ich mir den Leistungsgrad des Mitarbeiters an. Das ist jetzt relativ schwierig. Ich habe gesagt, ich will das auch nur am Rande streifen. Normalzeit oder Normalleistung heißt, wie ich das vorhin mal definiert habe, das ist eine Leistung, die ich über ein Arbeitsleben lang erbringen muss. Und da die menschliche Leistung zwischen 60% und 140% schwankt oder schwanken kann, das ist so der beurteilbare Bereich. Es gibt auch 0% Leistung und vielleicht auch 200, aber das ist eine ausreißende Leistung. Muss ich dafür Sorge tragen, dass ich möglichst zur Normalleistung komme. Und wenn ich jetzt feststelle, dass ich jemanden habe, der mit 140% Leistung unterwegs ist, solche Personen gibt es, dann muss ich also das hier im Rahmen der Auswertung berücksichtigen und dann auf eine Normalleistung zurückrechnen. Also ich habe da mit einem durchschnittlichen Leistungsgrad zu tun. Und wenn man jetzt weiß, ich habe das vorhin angesprochen, 60% bis 140%, ist so die Streuung der Leistung. Wenn ich das weiß und zusätzlich weiß, dass Leistung nicht nur
von Person zu Person unterschiedlich ist, sondern bei den Personen selber auch Unterschiede da sind, aufgrund der, ich nenne das jetzt mal Biorhythmuskurven, ich will jetzt nicht nach Mondphasen oder sowas gehen, aber auch die Leistung schwankt von, ich sag mal, Periode zu Periode. Es gibt auch Leute, die morgens besonders leistungsfähig sind, andere sind dann, ich sag mal, mittags nicht so leistungsfähig. Muss ich mir also über dieses Thema schon durchaus Gedanken machen. Das bekomme ich eigentlich nur raus, wenn ich also viele Zeitaufnahmen durchführe. Und zwar möglichst bei mehreren Personen. Also ich warne immer am Anfang davor, nur eine Person sich anzuschauen und dann Zeiten im Prinzip zu messen und dann festzusetzen und sagen, das ist es. Wenn Sie die Chance haben, sich zwei oder drei Personen anzugucken, dann führt das in der Regel schon zu guten Erkenntnissen und mehr in Richtung Normalleistung. Wenn ich Gutachten zu erstellen habe, die ich vor Gericht verwenden muss, dann und ich muss dort Zeitstudien machen, dann sorge ich immer dafür, dass ich wenigstens drei Personen sehe. Besser wären fünf, weil dann komme ich so langsam in dieses Thema der Normalverteilung. Sagen Sie ruhig laut. Wir müssen ein bisschen auf die Diskussion gut vielleicht achten. Ja, ich habe das auch so zur Kenntnis genommen. Ich habe auch vorhin schon gesagt, diesen Block 5, den gebe ich Ihnen lieber als Hausaufgabe. Oh, das wird ja spannend. Das hat man noch nicht. Gut. So, zum Thema der Auswertung sei dann zum Schluss gesagt, auf dem vorderen Bogen schreibe ich nachher die Ergebnisse wieder zusammen und komme dann zu diesen drei Daten, nämlich TE, TR und, wenn Sie wollen, zu groß T. Das ist dann die Auftragszeit, die dann hier entsprechend sich darstellt. Und wenn ich von hier, von der Ist-Zeit über die Berechnung zur Soll-Zeit und die jetzt festschreibe in einem Katalog, dann bin ich auf dem Weg zum Planzeitenkatalog. Und das ist eigentlich, sage ich mal, so das Ziel, was man so als REFA-Methodiker im Rahmen der Zeitwirtschaft anstreben sollte. Einen Planzeitkatalog zu erstellen. So, über diese Formel habe ich mal gesprochen. Lineare Geradengleichung. Wenn ich jetzt Zeitstudien gemacht habe und ich habe eine Rüstzeit ermittelt, hier mal exemplarisch, und ich habe eine zeitliche Einheit ermittelt, aus diesen planmäßigen Vorgängen plus Zuschlägen, bekomme ich eine Formel und über diese Formel kann ich jetzt über die Menge ausrechnen, bei Wiederholteilen, welche Auftragszeit dahinter steckt. Und die kann ich jetzt für die Kalkulation, für die Terminierung und für Ähnliches heranziehen. Gut. Ja. So, über das Thema würde ich nur ganz kurz noch einen Satz verlieren, weil das das Endziel der REFA-Zeitmethodenlehre sein sollte. Ich mache einen Sprung wegen der Zeit, die wir dort haben, und will mal deutlich machen, dass man Planzeitkataloge für verschiedenste Arbeitssysteme aufbauen kann und aufbauen sollte. Hier haben wir das mal gemacht für eine entsprechende Kantbank, wie man das hier oben erkennen kann. Und an dieser Kantbank werden also unterschiedliche Bleche, sage ich mal, zugeschnitten mit unterschiedlichen Werkzeugen. Wir haben eine Arbeitssystembeschreibung gemacht. Dann haben wir entsprechende Zeitstudien gemacht. Viele Zeitstudien an der Stelle mit verschiedensten Personen, mit verschiedenen Aufträgen. Und haben dann entsprechende Vorgänge beschrieben. Hier bin ich mal nur beim Rüsten. Hier haben wir die einzelnen Zeitaufnahmen gehabt. Hier gab es eine bestimmte Position. Auftragsposition auf Zeichen abhaken, das wäre zum Beispiel die erste Position hier. Ich habe mehrere Zeitaufnahmen gehabt mit Zeitwerten und verdichte die jetzt zu einer sogenannten Rüstgrundzeit. Grundzeit 100%. Das mache ich jetzt für alle möglichen Positionen. Hier, das sind diverse Rüstzeitpositionen. Das kann ich aber nicht nur fürs Rüsten machen, das kann ich auch fürs Ausführen machen. Wieder diverse Zeitaufnahmen gemacht. Hoppla. Wie man das hier erkennen kann, Teil vom Wagen nehmen, dann Kanten lassen von der Maschine, Teil sind noch kontrollieren und dann entsprechende Tätigkeiten, die damit zu tun haben, und kommen dann zu entsprechenden Sollzeiten. Hier findet man sogar wieder, dass wir zum Teil sogar über Regressionsrechnungen oder über Stichprobenwerte Zeitaufnahmen oder Zeitwerte, Sollzeitwerte gesetzt haben. So, wenn man diese ganzen Sollzeiten dann hat,
dann kann man in eine Kalkulation, in so ein Schemata einsteigen. Und wir haben das dann in der Regel so gemacht, dass wir ein sogenanntes Zeitenkalkulationsschemata aufgebaut haben, häufig in Excel. Im Abfragesystem geben Sie jetzt für einen Auftrag die sogenannten Einflussgrößen ein. Was weiß ich nicht. Es handelt sich um Stahl und 20 Teile. Das sind die Anzahl Kantungen, die vorgenommen werden müssen, Längen und Ähnliches. Und wenn Sie das dann eingegeben haben, ich sage mal, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Materialien, die auch zu unterschiedlichen Zeiten führen. Das kann auch mit unterschiedlichen Positionen zu tun haben. Also alles Einflussgrößen bezogen auf Zeitwirtschaft. Dann kann man das so vorantreiben, dass also diese Zeitbausteine, die wir dahinter haben, mit dieser Eingabemaske in Verbindung gebracht wird und dann schmeißt in das System sogenannte Sollzeiten aus. Das sind klassische Planzeiten. Also ich habe jetzt hier für das Eingabefeld, was ich Ihnen auf dem Bild vorher gezeigt habe, 20 Stück Stahlblech. Dann ziehe ich aus den gesamten möglichen Arbeitsabläufen die heraus, die ich brauche und wirft mir zum Schluss eine sogenannte, in diesem Fall ist es eine Rüstzeit aus. Das macht aber nicht nur fürs Rüsten, sondern das kann man natürlich auch fürs Ausführen machen. Dann bin ich in der Welt der Planzeiten angekommen. So, und wenn man das so pfiffig gemacht hat, dass man also nicht nur Zeitaufnahme macht für Stahlblech, dann kann man das auch, sage ich mal, für andere, nochmal das Beispiel Stahlblech, 20 Stück, eine Kantung, dann kann man das auch für andere Materialsorten machen. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel gehabt, wo ich zwar immer noch vom Stahl spreche, aber anstatt ein Stück 50 Stück habe, anstatt einer Kantung zwei Kantungen, und auch dort wirft er dann entsprechend über die Einzelbausteine entsprechende Planzeit aus. Gut. In Anbetracht der Zeit. Genau. Sie haben eingangs gesehen, in der REFA-Grundausbildung beschäftigen wir uns, weiß ich nicht, 30 Stunden mit der REFA-Methodenlehre. Wir machen das jetzt hier in 90 Minuten im Schnelldurchlauf. Will ich noch sagen, dass das Ziel natürlich einer jeden Zeitwirtschaft unter der REFA-Methodenlehre sein muss, dass man Planzeiten ermittelt. Wenn man da angekommen ist, dann hat man das, ich sag mal, die hohe Kunst und das beste Niveau eigentlich erreicht, wenn man sich mit der REFA-Methodik auseinandersetzt. Ich will aber nochmal sagen, die anderen Methodiken sind genauso gut. Es hängt immer vom Nutzen und vom Zweck ab, wofür ich Zeitdaten brauche. Gut, an der Stelle möchte ich dann sozusagen ein Ende finden, auch wenn jetzt hier noch zwei Blöcke da sind. Wir überspringen den nächsten, wo ich im Prinzip den Nutzen nochmal von Zeitaufnahmen oder Zeitstudien darstellen will. Und dann springen wir in den Tagesordnungspunkt, den ich dort dargestellt habe, Diskussion. Und ich würde mich jetzt den Fragen annehmen, die Sie zu stellen gedenken. Vielen Dank, Herr Zerkowiak. Ja, vielen Dank für diesen immer noch kurzen, ja, aber wenn man so an die Laufzeit des Kolloquiums denkt, man kennt ja meine Vorgehensweise, immer wenn es sich 8 Uhr nähert, dann werde ich schon langsam nervös. Das ist auch gut. Und ja, es soll ja noch die Möglichkeit bestehen, eben in eine kleine Diskussion einzusteigen. Ich sehe, im Chatverlauf ist da noch nichts zu sehen. Möchte nochmal darauf hinweisen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, wer da jetzt noch diese nutzen will, der möge das bitte jetzt auch gleich tun. Ich möchte mit einer zunächst mal sehr allgemeinen Frage vielleicht einsteigen. Also ich habe mir alle so mal mitgeschrieben, wo Sie überall schon waren. Also das, was Sie erwähnt haben. Ja, okay. Pflege, Blutspendedienst, Rotes Kreuz, Bahn, Chemie, Papier, Gabelstapler, Möbelhaus. Ja. Möglicherweise habe ich auch jetzt irgendwie ein oder eins vergessen, aber das sind ja, sagen wir mal so, von der Betrachtung her, wenn man sich die konkreten Tätigkeiten ansieht, vollkommen unterschiedliche Tätigkeiten. Ja. Also das heißt, die Arbeitsgegenstände sind anders, ja. Die Arbeitsumgebung ist eine völlig andere, das Arbeitsmittel ist ein völlig anderes, und die dort Beschäftigten mit ihren Grundvoraussetzungen sind auch jeweils völlig anders. Dennoch wird eine einheitliche Methode verwendet. Ja. Wie ist das möglich?
Ich glaube, es ist gut, wenn man nicht zu viel Fachidiotie mit sich bringt, wenn man sich mit dem Thema Zeitwirtschaft auseinandersetzt. Wenn Sie wissen, wie Sie eine Zeitstudie machen und eine Arbeitssystembeschreibung vornehmen anhand der 7 Systembegriffe, werden Sie geführt. Gut, Sie müssen am Anfang dann schon, bleiben wir beim Blutspendedienst, Sie lernen in jedem Arbeitssystem immer neue Begriffe kennen. Ich wusste vorher nicht, was ein Separator ist. Okay, dann gucken Sie sich ihn an, ein Separator. Nehmen das mal auf. Und wenn Sie dann die Vorgänge sehen am Separator nachher, dann stellen Sie schon fest, wofür der benutzt wird, zum Abklemmen praktisch des Blutbeutels. Dazu mussten Sie aber jetzt keine Ausbildung haben, sondern Sie sehen den Prozess und können dann im Prinzip auch im Prinzip festhalten, wie die Zeitdaten dazu sind. Sie haben die 8 Zeitarten, Sie wissen, wie Arbeit sich gliedert, Sie wissen, was ist planmäßig und was ist nicht planmäßig, das erkennen Sie relativ schnell. Nicht vielleicht im ersten Vorgang, aber wenn Sie die Standardprogramme sehen, Sie beobachten am Anfang den Arbeitsablauf und überlegen dann, mit welcher Systematik Sie da herangehen, dann sind Sie in der Lage, Sie haben jetzt unterschiedliche Branchen angesprochen, ich will nicht nur Branchen ansprechen, sondern auch unterschiedliche Arbeitssysteme, unterschiedliche Auftragstypen, unterschiedliche Fertigungstypen, dazu entsprechende Zeitstudien durchzuführen. Mit einer entsprechenden, ich nenne das mal REFA-Methodenkompetenz. Ja. Ich drücke das mal anders nochmal aus. Ich habe nichts in meinem Leben gelernt. Ich habe mal studiert. Ich habe Wirtschaft gelernt und war dann mal eine Zeit lang als Banker unterwegs und habe im Bereich Verband, Lehrertätigkeiten mich bewegt. Und ich habe natürlich, als ich die ersten Aufträge hatte und Zeitaufnahmen machen musste, ich glaube die allerersten, hatte ich vorhin gesagt, waren Textilindustrie, aber das war noch relativ einfach, weil ich auch als Kind eine gewisse Nähe zu diesem Bereich hatte. Ich glaube, das nächste waren schon direkt Blutspendedienste. Ich habe geschwitzt, als ich dorthin gegangen bin beim ersten Mal, das kann ich Ihnen sagen. Aber nach 2-3 Tagen kennen Sie die Prozesse. Also eine Blutspende zu nehmen, okay, das war vielleicht für mich das größte Problem, da jemand zu sehen, der eine Spritze zieht und damit dem Blut abfüllt. Das ist sowieso eine komische Situation, wenn Sie da bei diesem Prozess dabei sind, der ja recht intim ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber anschließend reden wir von kurzzyklischen Vorgängen. Die dauern alle nur Sekunden oder Minuten und wiederholen sich vielfach am Tag. Da müssen Sie jetzt kein Wissenschaftler sein oder ein gelernter medizintechnischer Assistent, MTA oder sowas, um solche Vorgänge analytisch zu betrachten. Ja. Ganz im Gegenteil, ich sage sogar, gut, dass ich so wenig weiß, weil dann stelle ich auch mal blöde Fragen, kriege dann auch die entsprechenden Antworten, die ich alle so brauche. Ich habe mich nie mit Papierindustrie, Kartonindustrie auseinandergesetzt. Als ich da zum ersten Mal in dieser Fertigung war, habe ich eine Anlage gesehen, 150 Meter lang. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen? Gut, dann weiß ich, das sind ortsveränderliche Arbeitssysteme für den Menschen, also der bewegt sich. Du musst also am Menschen sein. Du musst nur am Menschen dranbleiben. Du siehst ja schon, was der macht. Gut. Ich habe nie gelernt, wie man Kartons aufbaut oder wie man Kartons umstellt. Vielen Dank. Ja. Ich bin mal ein bisschen egoistisch. Ich hatte da noch so 2 Sachen, die will ich echt wissen. Ja. Also das eine ist, es wird ja im Moment gerade viel über Homeoffice und mobiles Arbeiten gesetzt und so gesprochen. Ja. Ja. Wie ist denn das da mit der Zeiterfassung und der Zeitwirtschaft? Haben Sie da irgendwie, gibt es da was? Läuft da was? Also es wird sicher etwas geben, aber ich wüsste im Moment nicht, wie man das misst. Also, ich glaube auch, das ist eine neue Herausforderung. Ich hatte gedacht, du schreibst heimlich am Homeoffice-Gesetz. Nee, Gottes Willen. Also, die werden mich nie dafür engagieren, weil das wird einen Konflikt geben mit der Telearbeitsplatzdefinition bei mir. Gut, es gibt eine Methodik, die halten mich raus. Ja. Es gibt eine Methodik, hatten wir vorhin gesagt, selbst aufschreiben. Ja. Ob Sie die jetzt nun in der Verwaltung anwenden oder ich sag mal bei Homeoffice. Sie müssen ohnehin den Menschen vertrauen und auch dem vertrauen, was er da aufschreibt. Das wäre eine Methodik, um das zu machen, aber da muss man die Menschen erstmal darauf vorbereiten, wie Selbstaufschreibung funktioniert. Es ist nicht damit getan, 8 Uhr bis 8.10 Uhr und dann
10 Minuten, was weiß ich nicht, Computer vorbereiten. Also Sie müssen schon ein bisschen mehr haben an Daten, was, wie, warum, also Arbeitssystembeschreibung. Aber das, also es gibt eine Methodik, aber ich habe auch keine Erfahrung mit dem Thema Bildschirmarbeit. Und das Dritte, was ich noch loswerden will, ich hatte noch eine Vierte mit Inklusion und wie man das mit der Normalzeit dann macht, aber das könntest du ja vielleicht fragen, Nachtsicht gewählt. Ja. Da haben die Kollegen sich fürs Entgelt, also für eine Zulage, für einen Ausgleich entschieden und nicht für die Erholzeit. Ja. Ist das normal? Also ist das der Standard? Ich habe da so eine Befürchtung. Die Frage kann ich so nicht beantworten. In dem Fall ist es so, dass die Leute sich für das Geld entschieden haben und häufig entscheiden sich die Menschen immer für Geld. Ja. Lieber als nicht bezahlte Freizeit, sage ich mal ungefähr. Ja. Vielleicht ändert sich das ja nochmal bei den Menschen. Aber daraus jetzt, sage ich mal, eine Pauschale abzuleiten, würde ich mir nicht zutrauen. Die Mitarbeiter dort tragen 4 Stunden das Ding ununterbrochen. Und dann haben die das Gerät, sage ich mal, zur Seite zu legen. Und in der Zeit haben die dafür plädiert, die, sage ich jetzt mal, die Mitarbeiter, also die Beschäftigten, dass sie das bezahlt bekommen. Ja, okay. Wir haben sie gefragt. Jetzt bringen wir das in den Betriebsvereinbarung. Mhm. Gut, so. Ich habe noch Sachen hier stehen, aber jetzt bringen wir zurückhaben. Ja, ich kann ja mal den, frage ich mal den Kollegen Mühlemeier, wie macht er das in Südasia? Wie wenden die denn Methoden an? Für jede Branche, für jede Betriebsgröße andere? Der Kollege Pieper ist ja Mitglied bei ASE. Ja, also bei jetzt der Ermittlung, der Analyse, Beurteilung, Schaltung jetzt von Belastung und Gefährdung gibt es, glaube ich, ja erstaunlich viele Parallelen jetzt zu der Zeitermittlung. Und da würde ich auch sagen, dass es so ist, wenn man ein gutes Instrument hat, ein gutes Verfahren hat, dann ist das unabhängig oder robust, das anzuwenden über verschiedene Branchen, Arbeitsplätze und so weiter. Und gepaart mit einer guten Qualifizierung, mit gutem Know-how, wird man bei Gefährdung wie bei Belastung das auch relativ schnell über verschiedene Branchen erkennen. Also dann ist es egal, ob man da schon mal war oder gearbeitet hat. Man wird halt eine Absturzgefährdung relativ schnell erkennen. Unabhängig von der Tätigkeit, von dem Arbeitssystem, genauso wie eine physische Belastung. Also wenn man da gut geführt wird, gute Informationen hat, ein gutes Instrument hat, dann ist das robust über Weltenwelten hinweg. Also so ist zumindest unsere Erfahrung. Im Rahmen, wenn ich das so ganz kurz sagen darf, im Rahmen der REFA-Methodenausbildung, lernen wir bei den Umgebungseinflüssen 3 Arten, organisatorische, soziale und dann auch physikalische. Und wenn Sie Arbeitsabläufe darstellen unter dem Blick, welche Belastungsarten stecken dahinter, dann definieren Sie vor allen Dingen natürlich diese 3 und die physikalischen bringt man dann weiter runter in Lärm, in, keine Ahnung, Staub, in sonst was. Ich habe vorhin mal diesen Unternehmen angesprochen, wo also an einem Härteofen gearbeitet wird, wo der Mitarbeiter wirklich bei 500 Grad Federn ein- und rausnimmt. Da müssen Sie mit einem Zeitaufnahmegerät schon vorsichtig sein, wenn Sie sich dann nähern, damit der nicht zusammenschmilzt, dann schreiben Sie schon entsprechend diese Belastungsarten auf und weisen dann darauf hin. In dem Unternehmen war es dann auch so, da gibt es Erholungszeiten. Da gibt es also keinen Faktor Kett zum Ausgleich, sondern der Mitarbeiter enthält entsprechende, ja, nicht bezahlte an der Stelle Freizeitausgleich, Anführungsstrichen. Erholzeit. Aber ist die Frage, was schreibe ich alles auf? Was halte ich alles fest beim Arbeitsablauf? Welche Einflussgrößen? Bitte. Ich hätte mal eine Frage zum Thema Leistungsgrad, Normalzeit und so weiter. Gibt es da in der REFA-Systematik, also gibt es da einen Normmenschen oder habe ich das, also an dem sozusagen der durchschnittliche Leistungsgrad festgelegt ist, oder so habe ich das jetzt aus dem Vortrag eher verstanden, sozusagen, was sicherlich nur ein Teilausschnitt ist, ich gucke mir sozusagen meine Stichprobe an einem bestimmten Arbeitsplatz
an, dann sagten Sie ja schon sowas, also die sollten natürlich eine gewisse Routine an den Arbeitsplätzen haben, die man sich da anguckt. Also es sollten jetzt nicht irgendwie Neulinge sein, die im zweiten Tag die Tätigkeit machen, sondern die sollten dann eine gewisse Erfahrung verfügen. Aber ich gucke mir im Grunde eine Stichprobe mit einer gewissen Spannweite an dem Arbeitsplatz an und leite dann daraus mit statistischen Verfahren sozusagen eine mittlere Normalleistung ab. Oder gibt es sozusagen auch irgendwie durch das REFA-System Vorgaben, was ist die Normalleistung? Und an wem orientiert sich das? Im Prinzip haben Sie es schon richtig beschrieben. Also in der REFA-Methodenlehre gibt es einmal einen Standardtypus von Mensch, wenn ich Arbeitsgestaltung mache. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt man zu einem 1,78 Meter großen, 80 Kilogramm schweren, keine Ahnung, Menschen, Mann, macht danach Arbeitsgestaltung, das ist so dieser Normaltypus, Homo economicus. Und wenn ich in der REFA-Zeitaufnahmewelt zu Hause bin, dann versuche ich sicherzustellen, dass ich also dort Mitarbeiter beobachte, die also entsprechende Ausbildung oder Kenntnisse haben. Sie haben vorhin mal das Wörtchen Handicap schon angesprochen. Ja. Ich könnte genauso gut noch Leiharbeiter oder sowas ansprechen. Ja, das steht ja auch noch. Die lassen wir in solchen Zeitstudien erstmal außen vor, sondern es geht um die, die entsprechend, sage ich mal, eingesetzt, fachkundig sind. Für die macht man eigentlich die Beobachtung und aus dieser, wie haben Sie es gerade so schön gesagt, Spannweite, aus der Streuung leite ich dann im Prinzip so einen Durchschnittswert ab. Ja. Das heißt, es gibt von der Systematik her keine konkrete Vorgabe, sondern es ist sozusagen, also es richtet sich wirklich immer auf die Stichprobe, die ich mir gerade anschaue. Ja, es gibt eine Definition, ich habe die vorhin mal gesagt, REFA-Bezugsleistung ist eine fließende, rhythmische Bewegungsfolge, die Sie sehen und unter der Voraussetzung, dass die Mitarbeiter Kenntnisse haben, genügend eingeübt sind und. Das ist die Definition an der Stelle. So, die Definition, dass jemand, sage ich mal, so oder so aussehen muss, und das ist Normalleistung, die finden Sie nicht. Das wäre auch falsch in meiner Meinung. Von der Terminologie ist nur wichtig, Normperson spricht man bei MTM und Normalperson, da spricht man bei REFA. Das ist sozusagen drin, meint aber, ich sage es mal, das Gleiche. Ja. In etwa so. Das ist, ja. Sie haben ja einige Werte gesagt. Das Ziel neben der Grundzeit ist ja, das ist auch unsere Erfahrung halt in der Industrie, ist ja immer sowas wie persönliche Verteilzeit ist immer so ein Wert wie 5%. Sächliche ist ganz häufig 12%, worauf sich dann auch die Betriebspartner einigen. Und Erholzeit oder Erholungszeit, je nachdem wie man das nennt, ist möglichst 0%. Einer Spaß. Ja. Geht das so auch in die Richtung, wo man sich dann drauf einigt, häufig? Oder haben Sie Erfahrungen in kleinen oder Großbetrieben oder bestimmten Branchen, die vom Tarifvertrag anders geprägt sind, was sozusagen aus diesem Wertebereich das Plus, Minus, Totale ausschlägt? Also bei der persönlichen Verteilzeit sind wir mit 5%, glaube ich, immer gut bewegt. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, ehrlich gesagt, da können Sie nicht sagen 0%. Es mag solche Unternehmen geben. Ich kenne auch eins, die also keine persönlichen Verteilzeiten vernehmen, aber 5%, denke ich mir, da eignen Sie nirgendwo mit an. Dann habe ich vorhin von sachlicher Verteilzeit gesprochen, die irgendwo zwischen 8-20% streut, je nach Einzel- oder Serienfertiger. Das ist so das, was im normalen Umfeld sich bewegt. Ich würde nie sagen 12%. Ein Einzelfertiger hat häufig auch 20%. Wir haben in einem Unternehmen auch einen LKW-Aufbautenhersteller im Raum Osnabrück mal eine klassische Verteilzeitstudie durchgeführt und haben dort Werte über 30% festgestellt. Aber das ist nichts anderes als eine Schwachstellenanalyse, um dann zu sehen, wo kann ich jetzt gestalterisch das System umändern. Ja. Deswegen Saustallkoeffizient, da muss eine Lampe angehen, wenn dann irgendwo Werte überschreitet. Und bei der Erholzeit, das, was Sie jetzt gesagt haben, mit Spaß, würde ich niemals unterschreiben, sondern Erholzeit ist wirklich abhängig von den Arbeitsbedingungen, die dort im Arbeitssystem vorherrschen. Und die können nicht, sind es nicht und können es auch niemals gleich sein, auch nicht für Branchen gleich sein. Ich habe jetzt zum Beispiel
ich hatte das angesprochen, mit einem Gutachten zu tun für ein Zweirad-Unternehmen. Ein Handwerksbetrieb. Ich kenne Zweirad-Handwerksbetriebe, die sehen aus wie, Entschuldigung, bei Hempels, wo sie also ihre Werkzeuge suchen müssen, die Materialien suchen müssen, wo sie über die Fahrräder stolpern, so ungefähr. Und dann gibt es vorbildliche Werkstätten, wo also, ich würde schon fast sagen, so nach Automobilstandard, die so aufgebaut sind, wo also entsprechende Arbeitsgestaltung auch da sind. So, und da ist die Belastung eine ganz andere. So, und so ist das bezogen auf Arbeitsbelastung für mich auch immer individuell zu sehen. Ich würde also nie sagen 0% oder 5%, sondern das hängt wirklich von der Belastung ab. Ich komme wieder auf das Unternehmen, wo ich morgen hin muss. Der Betriebsrat, die arbeiten alle in einem Gebäude, also in einer Halle. Und es liegt die Forderung von Arbeitnehmerseite auf dem Tisch. Wir fordern auch eine Erschwerniszulage, kann jetzt Geld sein, kann auch Erholzeit sein, für Nässe, für Lärm. Und für, was war das andere? Ich glaube, Hitze. So, ich tauche mich mal morgen mit Ihnen aus. Was gibt es denn noch, Kollege Mühlemeier? Staub, Schmutz, Säure, Wassersäure, ja, Laune. Unendlich, ja. Unendlich. Aber so, wenn ich in der Halle arbeite und ich rede jetzt über Nässe, dann muss ich die ja irgendwo feststellen. Wenn da einer mal über den Hof geht zu einem Lagerbereich und nimmt sich da was und es könnte regnen, dann komme ich nicht auf die Idee, 2% Erholzeit dazu geben. Also gut, aber das schaut mir morgen an. Aber es gibt von mir keinen Automatismus zu sagen, 5%, 0% oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. Okay. Ja, was ich, eine Sache vielleicht noch, also was ich sehr interessant finde, weil Sie jetzt den Saufsteuerkoeffizienten ein paar Mal angesprochen haben. Und also wenn wir auch mal eine detailliertere Analyse machen mit dem BDS-Instrument und dann auch mit den Beschäftigten sprechen, dann kriegen wir teilweise auch die Rückmeldung, dass jetzt mit 5S und Co. den Methoden sehr, sehr aufgeräumt wurde und alles wirklich clean ist, sieht auch super aus für die Audits, wird auch die ein oder andere Stolperstelle unnötige Suchzeit reduzieren, aber dass dann auch die Rückmeldung kommt, also ein bisschen Frustration aufkommt, also nach dem Motto, ich habe jetzt nur noch 2 von 10 Schraubschlüsseln hier, der Rest ist im Zwischenlager oder weiter weggekommen, wo sogar gesagt wird, um jetzt die Tätigkeit auszuführen, brauche ich jetzt sogar länger, weil ich jetzt viele, viele Gehwege habe, unbenötigtes Werkzeug wieder zu holen. Ich weiß nicht, ob Sie solche Rückmeldungen auch haben. Ja, dann ist 5A nicht optimal gelaufen. Okay. Ne, weil 5A hat nicht nur mit Ordnung zu tun, ich mache selber solche Projekte auch, hat nicht nur was mit Ordnung zu tun und mit Sauberkeit, sondern hat auch was mit Prozessabwicklung zu tun. Also, wenn man sich mit dem Thema Rüsten zum Beispiel auseinandersetzt, kommt man sehr häufig dazu, dass man so Rüstwagen aufbaut, mit denen man also mit dem kompletten Werkzeug dann an die entsprechenden Plätze fährt. Und nicht Werkzeug hier und Werkzeug da und Werkzeug da hinten. Da hätte ich gesagt, ist die 5A-Methodik, 5S, je nachdem, ob Sie Deutsch oder Japanisch, Koreanisch sprechen, nicht so ganz optimal umgesetzt. Ja, das dann, genau, das ist vielleicht auch ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, wird nicht eine andere Abteilung, ohne die Tätigkeit zu kennen, einfach alles wegnimmt, sondern ja, mit ein bisschen Know-how. Ja, alles klar. Gut. So, mit Blick auf die Uhr und in Anlehnung an die in Anführungszeichen normalen Präsenzveranstaltungen kommen wir zum Schluss. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken für diesen doch sehr, auch trotz allem 30 Stunden hatten Sie, glaube ich, gesagt. Ja. Jetzt 90 Minuten. Also dennoch, glaube ich, die Grundzüge des Zeitwirtschaftssystems REFA sind wirklich rübergekommen. Vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Diskussion. Es ist jetzt über den Chat nichts weiter mehr reingekommen. Darauf schließe ich nicht, dass nicht etwa noch Fragen offen sind. Ich hatte ja schon am Anfang angedeutet, dass das wahrscheinlich nicht die letzte Veranstaltung sein wird zu diesem Themenfeld, sondern dass wir das fortsetzen werden. Möglicherweise bietet sich auch mal an, das ist jetzt mal so ein bisschen in die in die Fantasie reingesprochen, dass man da vielleicht mal was Zusammenfassendes macht.
aber das werden wir mal sehen, damit man so ein Parkende irgendwann mal sieht von diesen Aktivitäten. Das ist nur eine Idee, die mir kommt. Ja, mir bleibt nichts, als Ihnen allen, auch an den angeschlossenen Endgeräten, so würde ich es jetzt mal formulieren, noch einen schönen Feierabend zu wünschen. Kommen Sie gut durch die ja immer noch schwierige und auch unkalkulierbare Zeit. Wir werden uns jedenfalls darum bemühen, das Kolloquium at home weiter zu gestalten. Vielleicht ein kurzer Hinweis zum 152. Kolloquium am 10. November. Da wird es auch um Arbeitsforschung und um Sozialforschung gehen. Scheinbar aus einer längst vergangenen Zeit, nämlich den 1950er und 1960er Jahren. Aber ich glaube, man wird feststellen, wenn man sich dieses Thema mal genauer anguckt und den Referenten dann zuhört, dem Herrn Dr. Platz, dass das, was dort verhandelt wird, auch eine hohe Aktualität hat. Er wird es festmachen, insbesondere am Thema der Bundeswehr und der damaligen Diskussion über den sogenannten Staatsbürger in Uniform. Und wir haben ja im Moment gerade aktuelle Diskussionen, nicht nur was die Bundeswehr betrifft, über diese Fragestellung. Und ich glaube, dadurch gewinnt diese Betrachtung doch eine hohe Aktualität und hoffentlich auch Ihr Interesse. Insofern, schönen Dank. Und bis zum nächsten Mal.